Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Sidecast Nummer 2269, Abschlussmatch Grand Final der Wintermasters in Atlanta. Wir haben dazu einen koreanischen Zerg in Rot, das hier ist Dark. Beim Team Talon Esports und sein Gegner ist ein Nicht-Koreaner, nämlich der Terran hier in Blau. Beim Team Liquid ist Franzose, es ist Clem. Und damit Best of 7 Finale. Es gibt trotzdem zwei Vetos. Und zwar Alcyon, was von Dark rausgenommen wurde. Und Clem hat Ratu's Head Station aus dem Map-Pool rausgenommen. Der Rest kann alles potenziell gespielt werden. Es sind nur die zwei Karten, die uns fehlen. Und je nachdem, wie tief wir in dieses Best of 7 kommen, umso mehr Karten bekommen wir logischerweise. Start ist hier Equilibrium. Und Clem hat es tatsächlich geschafft. Internationales Turnier. Offline-Turnier. Er steht im Finale. Das ist wohl seine beste Chance bisher, einen internationalen Titel zu erlangen. Etwas, wo er schon ja oft gescheitert ist. Was schon immer eine große Herausforderung für ihn war. Aber ja, sein Gegner ist Dark und damit wahrlich kein leichter. Zwar hat Clem einmal den Endgegner besiegt, nämlich Savile schon im Halbfinale geschlagen in einer richtig grandiosen Serie. Aber jetzt hat er quasi den koreanischen Endgegner vor sich. Dark ist auch oft eine große Hürde, gerade für nicht-koreanische Spieler. Dark hat selber schon alles mögliche an Turnieren abgeräumt, ist stark unterwegs. Wobei die Statistik zwischen den beiden durchaus interessant ist. Die haben sehr viele Serien schon gegeneinander gespielt. Das ist nicht mega viel wie andere Spieler, aber es sind doch schon an die 40 Stück, 40 Serien gegeneinander. Und tatsächlich Clem führt. Clem führt mit 25 zu 16 in Serien. In Maps ist die Sache nochmal interessanter. Da steht es 64 zu 60. Gerade mal vier Karten trennen die beiden voneinander, von einem Gleichstand. Also es geht auf jeden Fall recht interessant hin und her zwischen den beiden. So wie ich das so gesehen habe, im Überblick in den kleineren, unwichtigeren Games quasi, in kleineren Cups, da gewinnt Clem wieder mal, gerade auch wenn es online der Fall ist, weil Clem bisher eigentlich online immer sehr stark war. Offline war seine große Schwäche und gerade wenn es an Offline-Matches ging, war Dark derjenige, der die Nase vorn hatte. So kam deren Statline zustande. Tatsächlich, deren Match-Historie geht gar nicht so weit zurück. Ihr erstes Aufeinandertreffen war erst in 2021, weil natürlich Clem auch eine Weile gebraucht hat, sich international zu etablieren. Dark hingegen ist eine langjährige Konstante und wehrt sich jetzt gegen den Reaper, der vorbeikommt. Opening Tennis gab es nichts Überraschendes. Es gab die Reaper Expansion und es gibt Hedge Gas Pool, dritte Hedge. Und dann noch Speed Upgrade mit den 100 Vespin Gas. Es gibt hier einen Link-Kill, der Reaper macht ein bisschen Ärger. Aber sollte für Dark jetzt keine Katastrophe sein. Die dritte ist ohne Gefahr und Clem baut seine eigene dritte mit dazu. Equilibrium hat eine interessante Bonusbasis, die Gold Plus Bonus Vespin Gas Basis hier unten, die aber bisher nicht angerührt wurde. Reaper checkt noch ein bisschen die Lage, kann im Alleingang aber nicht mehr viel erreichen. Das ist jetzt die große Herausforderung für Clem. Er hat es schon an Savile vorbei geschafft, schafft er auch Dark. Ich meine, er hat den Titel dann auf jeden Fall verdient, wenn er das schafft. Hatte wahrlich keinen leichten Weg bis ins Finale. Und selbst der Finalgegner ist ein ziemlich heftiger. Und für Dark natürlich einfach der Pokalsammlung einen weiteren hinzufügen. Mal sehen, wie viel Herausforderung er damit Clem hat, wie sich das zwischen den beiden so etabliert. Ich meine, die Dynamik kann sich recht interessant entwickeln. Wir hatten bisher Clem eigentlich als sehr aktiven, sehr aggressiven Terraner. Nur jetzt eben in der letzten Serie hat er ja sehr viel defensiv übernommen und wirklich auch sehr gut defensiv gearbeitet. So ein bisschen Maru-like kann man da sagen. Da bin ich gespannt, was Darks Ansatz ist. Er geht schon mal auf den Roachhorn, kriegt es eben Ärger noch mit den Hellions. Die Larven werden verbaut, dass sie nicht von den Hellions gebraten werden. Man will die jetzt nicht verschwenden oder nicht einfach so verlieren. Dritte Basis kann dann bestückt werden mit Drones. Liberator tatsächlich das Werkzeug, das hier gebaut wird. Keine Banshee für Clem. Und eben nochmal ein paar Hellions mit dazu. Langfristig geht es dann aber in die Bio. Ich sehe ihn hier nicht Mech spielen, zu keinster Weise. Und die Hellions vorne versuchen noch ein bisschen Druck zu machen. Aber je mehr Roaches da gleich dazukommen, umso weniger geht für diese Hellions. Die versuchen einfach hier präsent zu sein. Eventuell Creep wegzubraten, wie so zum Beispiel. Einen erfolgreich mitgenommen. Insgesamt ist ja noch nicht wirklich was draufgegangen. Dieser eine Link-Kill, den der Reaper da gemacht hat, war alles in diesen ersten 5 Minuten. Ja, das wichtige Upgrade kommt hier. Stim, Umrüstung auf Reaktor für Doppel-Medivac. Und der Liberator schaut mal, was geht in der gegnerischen Mainbase. Aber da sind Overlords platziert. Dark sollte das frühzeitig sehen und abfangen können. Queen-Anzahl, er ist aber auf 5. Er hat nur 5 Queens. Das ist ein bisschen anders, als wir es von anderen Zergs kennen, die wirklich bis zu doppelt so viele Queens tatsächlich bauen im Early Game. Für Dark, er schickt einfach ein paar Roaches rüber. Die splittet er jetzt. Die Hellions, ja, können dagegen nicht so viel machen.
Die Roaches sind eine gewisse Wand und danach gibt es erstmal eine richtig, richtig große Drohnenrunde. Aber Lippheiter ist drin in der Mainbase. Queens werfen sich dem entgegen. Wird die Queen gesappt. Der Drone hat es, glaube ich, auch erwischt. Der Lippheiter sammelt also ein bisschen was an Damage, wenn das in die Roaches mal druckt. Die dritte Basis ist gelandet. Aber das muss man erstmal aufhalten. Hellions allein ist nicht so gut. Es kommt jetzt noch Doppel-Cyclen, um da besseren Damage gegen die Roaches zu haben. Die wiederum wollen die SCVs ein bisschen belagern. Die Basis wird momentan noch gewollt. Die Roaches drücken sich hier näher ran und die Feuerpower ist einfach nicht dafür, Clem. Man sieht, wie viele Probleme er mit diesen Roaches hat. Die Cyclans werden das etwas besser managen können. Cancel auf den Bunker. Lock-on jetzt eben unterwegs. Das heißt, die Roaches, sie leiden. Sie haben keinen Speed-Upgrade. Sie sind hier ja nicht so souverän gegen die Cyclans. Und die Hellions und Minions können auch noch mithelfen. Das heißt, früher oder später wird dieser Push hier ein Ende finden. Das weiß Dark auch, versucht halt noch das Maximum da rauszuholen, aber die Supply-Depots sehen noch recht gut aus. Die Einheiten battlen hier mehr und mehr. Da wird gesplittet ein bisschen gegen gemicrot, dass die Einheiten den Schaden verteilen. Und die Roaches werden Stück für Stück auseinandergenommen. Es wird gegen Hellions getradet. Am Ende aber räumen die Cyclans hier alles auf und Darks Angriff, ja, er ist ein Tauschangriff einfach. Und ist am Ende ein relativ ähnlicher Tausch zwischen den beiden. Dritte Basis steht für Clem. Vierte Basis für Dark startet und eine fünfte kommt auch gleich. Doppel-Expansion hier unten. Und auch der Spire kommt mit dazu. Spielt also auf Linge in Roaches in Mutas. Er baut nämlich immer noch Roaches, interessanterweise. Aber der Spire ist da wirklich eine etwas speziellere Wahl. Er hat noch nicht mal ein Baning-Nest und baut einen Spire. Müsste für die Mutas eigentlich Vespingas anspannen. Aber trotzdem kommt Roadspeed und weitere Roaches, die auch Vespingas kosten. Also Dark ein bisschen, er spielt hier einen Hybrid-Stil. Weil das, was man so eigentlich nicht wirklich kennt. Er könnte theoretisch auch Corruptor bauen. Damit kann man Medivax abfangen und loswerden. Und dann übernehmen die Roaches quasi den Rest. Es ist trotzdem relativ Vespingas teuer, muss man sagen. Generell alles, was aus dem Spire kommt, kostet wahnsinnig viel Vespingas. Es kommt jetzt auch ein Baning-Nest mit dazu. Aber es ist eine Roach-Masse gebaut worden. Und das hätten eben auch Mutas werden können. Das Geld. Marines mahnt sich jetzt auf den Weg. Spire ist gleich da. Es kommt auch noch eine Makro-Hatch mit dazu. Dark baut mal drei Hatcheries auf einmal. Legt Drones nach. Worker-Tennis Clem dran. Er hat bei dem Angriff keine Worker verloren. Das ist seine Economy sehr stark aufgestellt. Und danach gibt es nochmal eine weitere Factory. Combat Shield und 1-1 kommt in Kürze. Die Roaches haben selber keine Upgrades. Das heißt, die haben hier nicht viel zu melden. Sorg-Upgrades sind langsamer. Vierte Basis kriegt Lager. Fünfte Basis kann dann auch besucht werden. Aktuell die Basen. Sie werden nur langsam belagert. Haupt-Action geht gerade in der Mainbase ab. Die Marines im Doppeldrop. Sechs Mutas werden jetzt gebaut, aber Queen 1 down, Queen 2 down, 3 down, 4 ebenfalls. Reihenweise die Queens abgeräumt. Die haben es geschafft, einen Medivac zu snipen. Heißt, Fluchtweg ist nicht mehr ganz so einfach, aber die Marines haben schon sehr viel Schaden angerichtet mit den ganzen Queens und nehmen jetzt noch einen ganzen Satz Drones auch mit raus. Der Rest des Drops verlädt. Parallel wurden aber die Hellions und die Cyclans gepusht und das konnten die Roaches klären. Die ganze Geschichte. Ja, Cyclan kann noch mal ein bisschen gegenkiten, aber wird hier nicht endlos nützlich sein. Wobei, sein Kollege kann auch helfen. Tatsächlich, die beiden Roaches jetzt doch im Alleingang zu wenig, aber die Roach-Masse wird das in den Griff kriegen. Sechs Mutas sind jetzt eben da und fliegen sofort rüber. Terraner-Verteidigung hat keine Missile-Turrets. Es sind Marines da, es kommen noch mehr Kasernen, es kommt ein weiteres Command-Center, aber die Mutas sind ein bisschen überraschend. Der Drop geht aber nochmal rein, die Mainbase damit wieder lahmgelegt. Dark selber hat nur noch eine einzige Queen. Also Larven auch nicht so viel zur Verfügung. Die Marines larven hier ziemlich hart. Tatsächlich Linkspeed ist gerade erst unterwegs. Also wie gesagt, Dark spielt da einen Hybrid-Stil, den man so nicht unbedingt sieht. Aber seine Mutas finden trotzdem das Opening, das sie brauchen. Sie zerstören SCVs. Sechs Stück, sieben Stück. Und es sollen noch ein paar mehr werden. Erst Muta wird jetzt geschreddert von den Marines. Mehr Marines rennen daran, um die Mutas abzufangen. Medivac kommt damit angeflogen. Die Mutas fliegen dann lieber raus. Bei sieben Kills bleibt es erstmal. Die Doppel-Expansion hat aber funktioniert. Bei der Hatchery ist ein bisschen Schaden abbekommen. Aber am Ende nicht so schlimm. Der Drop ist wieder aus der Basis rausgegangen. Die Mutas versuchen ihr Glück da nochmal. Währenddessen hat es den Overlord da vorne erwischt. Und die Mutas werden weiterhin verfolgt von Marines. Mehr Missile Turrets werden jetzt gebaut. Und die Mutas sind halt nicht viele, denn jetzt geht es wieder weg von den Mutas in Roaches und Linge. Linkspeed fehlt aber immer noch, ein Baning Speed fehlt auch noch. Und die Turn Army, die hier anrückt, ist schon gar nicht mal so klein. Die Mutas sehen das gleich bei ihrem Rückzug. Warten, habe ich hier nicht viel machen können. Die müssen hier aufpassen, dass sie nicht zu nah an die Marines rankommen. Da platzen die einfach. 2-2 ist unterwegs für Clem. Er hat auch vier Siege Tanks mit dabei. Also seine Armee ist mächtig. Dark selber ist maxed out. Aber eine recht bunte Mischung an Einheiten einfach. Hier da. Es kommen noch einige Ravager. Findet hier zumindest mal einen Panzer. Guter Start für ihn. Währenddessen die Mutas sorgen nochmal für Ärger hier an der neuen Basis. Die vierte wird die Goldbase. Und ja, die fünfte hier als Goldbase kriegt gerade schon den Ärger. Hat er schon Schaden abbekommen. Und jetzt soll sie geräumt werden. Da sind ein paar wenige Baninge mit drin. Die werden bisher nicht getroffen. Allerdings jetzt mal ein Schuss in die Banes. Die Marines stehen aber noch, schreddern sich durch die Dinge durch. Banninge sind noch ein paar einzelne mit dabei. Die Panzer wurden abgeräumt. Die Marines kiten rückwärts. Und da kann das hier tatsächlich halten. Mit dieser kombinierten Truppe, die da nach vorne schickt. Ein paar Mutas werden noch rausgefokust von den Marines. Aber brauchen jetzt doch mehr Unterstützung. Da kommen noch mehr Marines. Die Linge, wie weit wollen sie tatsächlich vorauslaufen?
Denn 2-2 nähert sich auch und Corruptor werden jetzt tatsächlich gebaut. Also wirklich Darkbaut, so eine bunte Mischung an Einheiten. Aber es funktioniert. Man kann man ihm nicht vorwerfen, dass es geht trotzdem irgendwie auf seine Rechnung. Wir sind bei 82 zu 71 Worker und beide jetzt mit der Goldbase. Mining schwingt mehr, Resources Lost ist 6000 zu 5500, also da nehmen sie sich nicht viel. Und Clem versucht wieder auf Angriff umzuschalten. Mit den nächsten Panzern hat er den ganzen Schwung schon verloren. Die Goldbase läuft als Planetary Fortress und das Spin Gas kommt auch noch mit dazu. Sirgmas in Bewegung, da wird eingeladen und kann weggeboostet werden. Corrupted ist aber mit dran. Eine Gefahr für die Medivacs, aber der Highground ist ziemlich gut. Da können die Linge nicht engagen. Parallel der zweite Trupp kommt von der Seite. Die Sirgami soll jetzt von zwei Seiten in die Mangel genommen werden. So ein bisschen der Plan, aber Corrosive Biles, Clem passt nicht auf und frisst richtig viele davon. Moment weggeguckt und prompt einige Einheiten verloren. Damit die Armee ausgedünnt. Mehr Marines kommen angelaufen. Panzer siegen jetzt. Linge stürmen sich da rein. Baning ist, sind 4 Stück da, aber es waren 26 gerade gemorpht. Die waren auch sehr, sehr wichtig, um diese Marines aufzuhalten. Die Schlacht wird hier weiterlaufen. Die Linge stürmen da rein. Ein Panzer wird jetzt mal gesniped. Streubeschuss. Corrosive Biles trifft gar nicht so viel in dieser Runde. Es sind noch sehr viele Marines da, aber es sind auch noch sehr viele Banes da. Das wird jetzt die große Frage. Kriegen die Baninge die Connection auf die Marines? Die Marines schirmen alles andere vom Sorg quasi weg. Und der Weg öffnet sich so langsam zur fünften. Da kann man sich in den Süden arbeiten. Außer er möchte tatsächlich zur dritten vorstoßen. Wäre eine andere Idee für Clem, der selber noch ein bisschen braucht für den nächsten Max-Out. Er hat jetzt halt 2-2 und den 2-2-Vorteil. Das kommt erst in 15 Sekunden für Dark mit dazu. Also Clem arbeitet mit Upgrade-Vorteils. Die Marines gehen auf den Lowground, damit die Linge und Baning nicht so gut rankommen. Da wird dann gesplittet. Es ist Off-Creep, aber die Panzer werden abgeräumt. Die Sorgami hält sich hier sehr gut. Panzer werden alle weggeräumt, aber Baning ist jetzt auch fast alle weg. Damit stehen nur noch die Roaches. Einzelner Baning sehe ich da mittendrin noch. Die Corruptor versuchen die Medivacs alle zu snipen. Die Marines geben ihr Bestes, sich da durchzuarbeiten. Die Ravagers sind angeschlagen, schwer angeschlagen. Ein paar werden noch gesniped. Die Bio setzt nochmal nach. Der Trade am Ende ein bisschen besser für Clem. Aber verliert auch sehr, sehr viele Einheiten dabei. Hat Siege Tank technisch jetzt nur noch 2 Stück. Er baut Bio nach. Es kommt Concussive Shells. Armor Upgrade, aber kein Attack Upgrade, weil das Geld gefehlt hat. Weil Clem, wie man sieht, er lebt am Limit. Also alles, was an Geld reinkommt, wird auch direkt rausgepumpt in Einheiten. Es wird noch ein paar SCVs nachgelegt. Er hat es tatsächlich mehr als Dark. 79 zu 83 ist der Stand der Worker. Also Terran Economy, ja, ist wirklich voll dran am Zerg. Dark hat er nochmal eine Basis mehr und holt sich auch noch eine weitere mit dazu. Sogar wieder zwei, weil das Dark wieder mit der Doppel-Expansion. Heißt, wir haben seine Basis. Was sind das? Er ist bei die 3, 4, 5, 6 und 7, die er da hat. Und startet jetzt selber seinen Angriff. Er hat wieder den nächsten Max-Out. Clem ist aber nach wie vor nicht weit weg davon. Sein 3-3 läuft. Dark hat sein volles 2-2. Die Upgrade-Situation ist wieder ausgeglichen. Und viele Dinge. Noch nicht viele Baninge. Ja, doch, da kommen die Baninge. 24. War noch bedeckt von den Corruptern. Die rennen jetzt einfach drauf. Und jetzt gilt es, den Terraner zu brechen. Das sind aber viele Siege-Tanks. Rose of Bias kommt ein bisschen später. Panzer können noch ein bisschen ballern. Corruptor nehmen die Medivacs raus. Aber die Bio stellt sich und fängt einen Baning nach dem anderen. Ja, die Bio hält hier sehr, sehr gut durch. Und kitet jetzt sogar rein in die Sorgeinheiten. Die hat die Banige zu sehr eingefiltert und easy rausgenommen. Am Ende hat der Dark noch sehr viel verheizt. 29 Banige wurden einfach zerstört in diesem Fight direkt. Und man sieht, dieser Trade war nichts für den Sorg. Fast dreimal so viele Mineralien verloren und fast doppelt so viel Vespingas. Unten gibt es einen Dropversuch mit den Marines. Overlords sehen das allerdings. Und neue Basis wird hier neu angesetzt. Also die wurde einmal abgebrochen und neu gestartet. Währenddessen Clem versucht hat, den Drop in den Norden zu bringen. In die nördliche Ecke mit dieser Basis. Da warten ein paar Linge. Der Dark jetzt nichts mehr mit Max Out. Er muss jetzt selber gucken, wie er seinen Supply wieder füllt nach diesem recht verschwenderischen Kampf. Wir sind bei 21 zu 16.000 Resources lost. Der Drop macht nochmal hier Go auf die Drones hier. Medivac wird gesniped, aber die Marines sind drin. Das heißt, Schaden passiert trotzdem ein bisschen was. Eine Drone, ein Corruptor. Da Queens kommen nochmal angelaufen. Die Transfusen, um sie am Leben zu halten. Eine Queen wird sogar noch gesniped. Die Marines blocken hier noch ein Stück weit. Währenddessen oben der Drop wurde verladen, fliegt nochmal zurück. Und da kommt die restliche Terraner-Masse nach vorne. Beide nähern sich dem Max-Out. 3-3 beim Terraner kommt in Kürze. 3-3 beim Zerg ist vor kurzem gestartet. Adrenal Gland folgt noch. Wir haben jetzt Ghosts mit dabei in der Armee. 7 Marauder, 4 Panzer, 100 Linge auf dem Feld, 12 Banes. Neue Corruptor werden gebaut. Die Lingmasse ist wirklich ordentlich. Und es sind keine Widowmines da. Es ist eine Panzerarmee. Das heißt, die Linge sind da ziemlich solide gegen. Wir müssen da trotzdem aufpassen, dass es nicht zu wenig wird. Und eben, dass man nicht durch Engstellen läuft. Sowas ist unangenehm, mit Lingen durchzurennen. Macht keinen Spaß, wenn hinter Panzer stehen. Es gibt einen Counter Attack, einen kleinen mit Lingen, aber PFs kümmern sich da problemlos drum. Mehr Command Center werden angesetzt. Clem schaltet auf Late Game um. 3 weitere CCs im Bau, Fusion Core im Bau. Währenddessen Dark mit Hive Tech fertig, mit den ganzen Upgrades jetzt bei ihm mit dazu kommen. Flyer Tech 2 auch. Also die Corruptor machen gut Damage, muss man sagen, gegen die Medivacs, wenn sie da rankommen. Ja, snipen das mit zu 5 ziemlich easy raus. 2 Wallys, da Baning explodieren gegen die Bio. Evakuieren war nicht möglich.
Und Clem kommt noch nicht so wirklich vorwärts. Corruptor pushen die Medivacs weiter zurück. Und davon müssen dann auch welche nachgebaut werden. Es gibt einen großen geplanten Gegenangriff. Massigling Baning stürmt hier runter. Da sind drei PFs überall. Baninge, sind das genug Baninge? Für ein PF auf jeden Fall. Für alle PFs wahrscheinlich nicht. SCVs aufgeflucht. Baninge fahren hier mitten rein. Oben gibt es einen Push auf die Circuit. Die ist auch schon down. Die wurde schon gesniped. Die Ghosts da mitten drin. Hier sind nicht so viele Banes und Dinge. Die Turnamik kann sich hier tatsächlich halten. Wie sieht's hier aus? Erste Basis wurde weggerollt. Zweite Basis soll weggerollt werden. Aber Baninge gehen hier langsam aus. Dafür werden SCVs gesprengt. Die Dinge werden nach und nach abgefangen. Weiteres Command sind zwischendrin zerstört. 14 SCVs sind gefallen. Aber die PF hält. 16 Kills gemacht. Und Dark hat da ja einiges an Arm-Supply auch reingepumpt, muss man sagen. Also insgesamt, Clem's Trades waren trotzdem nicht katastrophal. Economy mit 83 zu 70 Workern, die läuft noch ganz okay. Dark sammelt jetzt zwar mehr, aber er muss auch mehr sammeln. Er hat 7000 Ressourcen mehr verloren bisher. Switch jetzt auf Greater Spire mit Broodlords. Die Frage ist, kann er Broodlords versuchen? Es sind schon 10 Ghosts auf dem Feld. Das macht die Sache immer sehr, sehr schwierig. Mal abwarten, wofür er sich entscheidet. Zumindest sein 3-3-Ausgleich kommt. Dann hat er den Upgrade-Nachteil nicht mehr. Der wieder für eine Zeit lang am Start, jetzt nicht mehr. Da gibt es einen Scan gegen den Creep und die Goldbase soll gepusht werden. Wobei, die läuft auch gerade schon leer so langsam. Die Goldbase ist dann nicht mehr so wichtig. Ghosts in Gefahr. Ghosts werden nicht eingeladen. Ne, immer noch nicht eingeladen. Die wird immer, hat immer reingeschossen. Hat dafür einen ziemlich guten Treffer gelandet. Die hier hat auch 12 Kills. Cross Ball. Doppelkill. Besser Doppelhit für den Kill. Und die Bio rennt oben auf die Hedge, versucht die zu snipen. Die Hedge kurz in Gefahr, aber das kann gerettet werden durch die Linge. Die Linge sind jetzt gefährlich mit Renegans und 3-3. Die fressen sich auch durch Bio durch. Ist kein Problem. Weil er versucht auszuweichen. Aber Dark, wie man sieht, Supply Tennis ist niedrig. Er wartet aber. Er wartet auf den Greater Spire. Er wartet auf die Blue Dots. Corruptor nimmt hier noch die Medivacs mit. Die Linge kümmern sich um den Rest. Das heißt, die Truppe ist geblockt. Im Süden gibt es sofort den nächsten Angriff. Und damit, Clem möchte weiter zuschlagen. Die Circle Economy schwächen. Er ist auf 90 Drones. Also Dark hat eine richtig starke Eco. Und Clem kommt hier ein weiteres Mal nicht vorwärts. Also Dark jetzt mit guter Defense oben und unten. Die Bio hält ein bisschen länger, aber da kommen jetzt auch deutlich mehr Linge nach. Es ist immer noch Geld dafür, Dark. Larven, fehlt es ein bisschen an Larven tatsächlich. Er baut sehr viele Linge, aber hat die Larvenmasse nicht. Hat 3 Queens, aber ist eigentlich sehr viele Hatcheries. Trotzdem kriegt das nicht ganz ausgegeben, das Geld, das er auf dem Vorrat hat. Was jetzt nicht so geil ist, weil er könnte das Geld gebrauchen als Einheiten. Er rennt da jetzt so weit rein. Viele Widowmines inzwischen. Also jetzt haben es die Linge schwerer. Widowmines aber bereits alle aktiviert. Da kommen die Snipes, die Corruptor verschwinden. Und die Sergami muss sich wieder ein bisschen zurückwenden, wieder nachbauen. Und nach wie vor, Dark hat Geld, aber nicht die Einheiten. Geld, aber nicht die Larven. Die Ghosts stehen jetzt hier vorne und wollen fighten. Wir müssen aber aufpassen, dass sie nicht surrounded werden. Viele werden davon surrounded. Leiden hier deutlich. Die teuren Ghosts sterben reihenweise weg. Der Panzer alleine managt das auch nicht. Und die Widowmines werden auch gekillt. Die Runde hat er so einiges weggeräumt. Dark damit etwas Entspannung vor seiner Haustür. Clem sammelt den nächsten Trupp, baut mehr Bio nach. Plus 1 Ship Weapons kommt. Und ja, wir haben... Hier gibt es relativ lustige Splitmap in der Mitte. Da ist auch eine ziemliche Dead Zone. Also da ist keine direkte Konfrontation. Da ist ein bisschen Abstand zwischen den Basen. Einzig die beiden sind sich sehr nahe. Aber haben wir trotzdem einen eigenen Highground. Also es gibt noch eine Basis für Dark auf seiner Seite und 2 Basen für Clem auf seiner Seite. Dass das Game hier gerade später und später geht. So, Liberator klappt sich jetzt mit auf. Linge rennt da rein. Baininge mit drin. Die Ghosts sind mit dran. Aber die Linge halten hier die ganze Situation gut im Griff. Klären oben alles. Dafür Liberator. Ne, Widowmines platziert sich hier. Das ist kein Liberator. Schießt einmal ein paar Drones aus dem Leben. Da ebenfalls Widowmines haben sich reingewagt. Also die Drones ein bisschen mit Problemen. Die Baninge hier vorne dran für die Verteidigung. Murder versucht das wegzutanken. Und Dark hat jetzt sein Geld ausgegeben. Wir kommen in den Mineralien jetzt mal wieder unten. Hat jetzt auch wieder ein paar Larven auf Vorrat. Dafür sind aber auch neue Ghosts mit dabei bei Clem. Und der nimmt gerade mehr und mehr Drones raus mit seinen ganzen Widowmines. Die Linge müssen auch ein bisschen aufpassen. Die Widowmines können gleich nochmal schießen. Also da wurde einiges abgeräumt. Hier nochmal ein Schuss rein in die Linge. Die Widowmines schafft den Schuss. Ne, die wird vorher gesniped. Supply ist erstaunlich ähnlich. Banks sind nicht wirklich da. Gut, Dark hat eine Vespin-Gas-Bank, die er nicht großartig verwenden kann, wenn die Mineralien fehlen. Problem ist, er hat viele Drones an den Mineralien verloren in der letzten Zeit. Entsprechend schwach ist das Income. Ja, ist runtergetropft auf 1800 pro Minute. Ja, das sind Klammer natürlich Mules für seine Mineralienbedürfnisse. Wobei, wie viele OCs sind es? Er hat 4 normale Command Center, die rumstehen. Er hat... Ich finde die OCs nicht. Ich finde die OCs nicht und hier kommt der nächste Fight. Bin ich blind? Da müssten doch irgendwo Orbital Commands drin stehen. Ist das Building? Das Building Tab ist zu lang. Ich glaube, das wird hier abgeschnitten. Ich sehe die Orbital Commands. Was ist denn das? Was ist das für ein Betrug? Ich sehe die ganzen Gebäude nicht. Das sind doch mehr Gebäude da. Aber auch die PFs stehen hier nicht mit drin. In dieser Liste. Das Units-Tab lügt. Das Building-Tab lügt. Der Terran hat zu viele... Ja, das ist, weil die ganzen Reaktoren-Varianten... Irgendwo steht ein toter Reaktor rum. Da hängt kein Gebäude dran. Warum sind die... Ja, genau hier. Warum sind das nämlich 4 in diesem Eintrag? Und nicht nur 3. Und das nimmt aber einen Spot weg. Das ist ja auch mal dumm.
Probleme, die man findet bei einem Spiel, das 15 Jahre alt ist. Ah. So, der Elevator wird geklärt. Clem macht sich auf den Weg mit den nächsten Truppen, hat die Panzer hinten auf My Ground. Es geht immer noch hin und her. Keiner konnte bisher wirklich den Durchbruch schaffen. Das sind so viele Dinge jetzt. 160 Linge streunen da durch die Gegend. Die Framerate freut's. Die Corruptor fliegen da noch mit durch. Die müssen aufpassen. Die werden ein bisschen gesappt. Und im Süden gibt es den zweiten Angriff. Also es sind zwei Fronten unterwegs. Die Drones wollten an die Basis. Waren erstmal abgefangen. Worker Count ist gleich. 72 zu 74. Tatsächlich 20 Minuten in der allerersten Karte. Bei den beiden geht das schon voll ins Late Game. Da wird das eingeladen, rückwärts geboostet. Corruptor sind nur 5 Stück da. Liberator mit dabei. Mehrere Liberator hier. Wird er meinen, da ist ein Infester mit eingegraben. Der hofft auf einen guten Fangel. Corruptor kommen von der Seite, aber ist ein bisschen zu sehr alleine. Der Infestor hat direkt ins Gesicht bekommen, nachdem der Scan da war. Im Norden gibt es auch wieder den Angriff und die Sorgami steht da aber auch bereit, um das abzuwehren. Kann das surrounden. Sollte kein Problem sein, wird eingeladen, rückwärts geboostet, das Medivac mega low, aber es hält. Keine Corruptor in der Gegend, die sind alle hier unten angekommen. Es ist nur noch ein Corruptor da, ist das Problem. Also es ist nicht mehr so viel an Corruptor unterwegs. Ein Counter-Attack, riesen Counter-Attack jetzt von Dark. Heißt aber, er wird die Basis verlieren. Da hat Clem keine Schwierigkeiten mit. Wer macht jetzt den besseren Damage? Da gibt es einmal den Funkel auf den High Ground, aber der Dark sagt sich, ich krieg das nicht in den Griff. Er hat weniger Supply, 40 Supply weniger, rennt jetzt eben hier rein, Defensivposition. Hier sind keine Paths eigentlich im Weg. Also er könnte da schon sehr viel anstellen. Clem kann nicht viel nachbauen, weil ihm gerade kein Supply fehlt. Aber also die Basis wäre, wobei die Einheiten stoppen einiges davon. Das Building ist, die Gebäude sind gerade noch im Weg. Das heißt, die können einige Linge rausnehmen tatsächlich. Hier klappt sich der Liberator aus und ja, die Ant hier. Ja, 9 Corruptors, wurden gerade welche nachgebaut. Die Basis ist down. Mining technisch führt der Terraner jetzt. Also es ist, Dark sagt einfach, er hat da keine auf dem Gut sein. Army Supply ist schwächer zu diesem Zeitpunkt. Da würde ich hier noch ein bisschen mehr Ärger kriegen mit diesen Einheiten. Aber er sagt sich, nee, das ist es nicht. Und somit, das 1-0 geht hier tatsächlich an Clem. Wilde Schlacht, bisschen abruptes Ende leider. Nicht bis zum letzten Moment ausgefeilt ist, sondern Dark sieht einfach seine Position, das ist nicht mehr tragbar. Und Building Structure Step. Ist das traurig, ich sehe keine OCs. Aber es sind, können wir manuell kurz durchzählen, das sind 1, 2, 3, 4 hier schon mal. Und das klappt sind einfach nur 4. Ja, sieht nach 4 OCs aus tatsächlich nur. Ich kann auch sein, ich bin einfach gebäudeblind, aber nein. Das ist ein Command Center, das sind die Tech Labs, die 4 Versionen Reaktor. Das Bonus für Spinkas kriegt auch ein, deswegen, das kriegt auch ein eigenes Gebäude, einen eigenen Gebäudeslot. Darum ist das Ding so voll, warum ist das so voll gestopft? Noch ein Bunker, der random rumsteht hier hinten, der ist seit Anfang schon mit dabei. Ja, okay. Auf jeden Fall, das war Map Nummer 1, Clem geht in Führung, wir machen einfach weiter. Weiter geht's also auf Hecate. Ich denke, opening-technisch können wir dasselbe erwarten, fast für das ganze Best of 7. Eine einzelne Führung ist ja noch nicht so substanziell, da ist noch einiges an Weg zu gehen. Wir sehen auch die Kaserne für Clem. Das wird eine Reaper-Expansion bei ihm. Bei Dark wird es eine weitere Hedge-Gas-Pool-Variante. Also da auch wirklich keine gefährlichen Abwandlungen bisher drin. SCV checkt kurz die Lage. Da haben wir eben die zweite Basis und dann geht es raus zur dritten. Werden das Nelinge verteidigen gegen den Reaper. Und die Queens. Ja, dauert noch ein bisschen, bis die Queen da ist. Bis dann kann der Reaper noch fröhlich um sie schießen. Ein Ding ist low. Und mal sehen, was der Plan hier ist für Dark. Sein Spielplan für die ganze Geschichte. Reaper hat bereits sehr viele Hitpoints verloren, aber man sieht, dass noch mehr Linge da. Und trotzdem gab es da den einen Kill, den man sich geholt hat. Die restlichen Linge aber nur angeschlagen, das heißt, die sollten... wobei, ne, der bleibt nicht am Leben. Zwei Linge schon ausgeschaltet. Quasi eine Drone weniger. Weil die zwei Linge hätten auch eine Drone sein können, aber ich glaube, dann hätte das mit der Verteidigung für Dark nicht funktioniert. Also lieber auf Nummer sicher gehen, bevor das alles eskaliert. Ja, bei Clem sehen wir... Zweites OC, drittes Command Center kommt mit dazu. Also tatsächlich, er wird auf diesem Bild, also zumindest auf diesem Start noch öfter bleiben. Danach kommt der Starport, es wird mit Hellions angefangen. Dritte Basis für Dark, auch kein Problem, die sollte problemlos hier ihre Fertigstellung finden. Und mehr Drones. Die Frage ist eher nach dem Spielstil bei Dark, nachdem die erste Karte so ein bisschen eine Mischung war zwischen, ich starte mal mit Roaches, dann ein bisschen Linge, dann ein bisschen Mutas. Dann nutzen wir den Spire für Corruptors und trotzdem wieder Roaches am Start. Es war wirklich eine sehr bunte Mischung, die da gespielt hat. Hat sich am Ende, war das gut, kann das einfach mit ein bisschen quasi besserem Kosteneffizienzmanagement weiter so machen? Ist das so sein Ding gegen Clem? Warten wir mal ab, was er da tatsächlich zeigt. Was wir hier kriegen, ist ein schnelleres Linkspeed. Und ja, ein paar Linge werden auch gebaut. Man braucht was gegen die Hellions. Ja, das sind die Hellions unterstützt von dem Reaper. Die Mine trifft den Creep-Turm, aber der lebt trotzdem noch.
Triebverbindung wird da ein bisschen ausgebremst. Ein Viking wurde produziert. Das heißt, Overlords können gejagt werden. Es sind aber nicht wirklich, wobei, die muss man halt zurückrudern, sobald der erste angegriffen wird. Ist jetzt nicht so katastrophal für Dark. Es schränkt die Vision ein bisschen ein. Das nervt ein wenig, aber normalerweise zieht er dann hier seine Overlords nach innen zurück, damit denen nichts passiert, damit die Queens das schützen können. Nochmal Palians fahren mit raus. Liberator kommt dann wieder dazu. Das hilft dann wiederum dem Terraner. Die Overlords werden zurückgezogen. Das heißt, der Liberator kann sich etwas ungesehener über die Karte bewegen. Wahrscheinlich fliegt er dann eh über diesen einen Circling, der gerade unterwegs ist. Das ist meistens so der Fall. Also wir haben Leertag unterwegs, Baning Nest. Also dieses Mal gibt es keine Roaches, sondern Ling Baning in der Verteidigung. Für Clem kommt das Stim Upgrade und mehr Kasernen. Ja, Ling checkt die Lage. Frifft da auf zwei Aliens. Kommt also kommt in die Mainbase. Wird nicht aufgehalten. Einmal drin, kriegt den Scout drumherum komplett. Die SVs müssen ihn quasi von Hand bekämpfen. Schaffen das auch. Bisschen kurz genervt, aber keine Katastrophe. Tatsächlich die ganze Scouting-Infusion. Also Dark weiß, worauf er sich einstellen muss. Ist jetzt für ihn auch nicht mega überraschend, aber er hat auf jeden Fall Gewissheit. Die Helden sind dann auch vorne mit dran, aber der nächste Schwall wird Marines. Der Liberator kommt an der Treppe vorbei. Da ist schon eine Queen. Die Queen ist in Schussreichweite, aber macht auch schon die ersten Treffer. Die Queen kriegt nur einen Hit ab und der Liberator fliegt weiter, währenddessen die Hellions gehen rein. Oh, die Drones kommen vorbei. Die Drones von der dritten sind vorbeigefahren. 10 Drones gebraten. Das hat sich ja komplett gelohnt. Die Hellions mit dem Liberator zusammen dafür gesorgt, dass einige Worker ausgeschaltet werden. Prompt ist der Worker-Count ausgeglichen mit 50 zu 50. Die Queen wird auch noch mitgenommen. Oh, das war richtig eklig. Dafür aber, Clem schickt die Hellions nochmal hoch. Dieses Mal zu viel des Guten. Da wird der ganze Trupp zerfressen. Resources lost, genau gleich. 1100 auf beiden Seiten. Der Link jagt noch den letzten Hellion hier. 10 Hitpoints. Braucht noch zwei Angriffe. Nein, SCV hilft mit aus mit der Reparatur. Oh, der Link knapp. Es ist so knapp. Es ist genau der Damage gewesen, der die Reparatur gegen geheilt hat. Jetzt kommen aber mehr Linge. Dann sollte sich das Thema erledigen. Ein paar Marines versuchen zu helfen. Hellion wird trotzdem gefressen. Das wollte der Dark jetzt so nicht lassen. Das Viking landet zwar aber zu spät. Ja, wir haben Baning Nest. Baning Speed unterwegs und plus 1 Angriffs- und plus 1 Nahkampfschaden. Das Upgrade und Burrow kommt sehr früh mit dazu. Könnte also eingegrabene Baninge geben. Und wo wir es von Baningen haben, an der Seite gibt es auch nochmal ein paar, die dann in die dritte reinkullern wollen. Mal sehen, wie schnell diese Wall hier errichtet wird, um das zu blocken. Doppel-Medivac fliegt jetzt auch raus. Combat Shield 1-1 ist unterwegs, dauert aber noch ein bisschen. Und der vierte Basis für Dark ist am Start. Noch nicht ganz fertig. Die Marines stimmen da schon mal hoch. Die linke Baning ist da. Baning Speed fehlt natürlich noch. Aber es ist genügend Masse, um die Marines zu verschrecken. Da geht die Baning-Aktion los. Ja, die Wall ist noch wunderschön offen. Und da gibt man den Schaden einmal zurück. 15 SCVs mit 4 Baines. Sehr schöne Treffer hier für Dark. Macht den ganzen Schaden wieder weg, wo die 10 Drones verloren hat. Ja, prompt der Terraner Mining Quarter, der da war, verschwindet nach diesem Hit. Die 4 Baning. Also viel besser können 4 Baning fast gar nicht laufen. 4 Baines zu 15 SCVs. Das ist ein toller Trade. 2000 zu 1500 Resources. Das, man sieht es eben hier, tauchen die Baninge nicht auf, weil sie der Terraner quasi, der Zerg selber detonieren hat lassen. Im Battle Report schon noch, aber dann im Units Lost Tap eben nicht. So, hier, die Marines kommen nicht wirklich voran. Versuchen sie jetzt nochmal mit Load in und Boost in die Mainbase. Da warten aber Queens. Die Medivacs müssen ein bisschen aufpassen. Queen-Anzahl ist bei 6 Stück. Die Marines versuchen ihr Bestes, da irgendwo Fuß zu fassen, aber es ist einfach nicht machbar gerade. Die Verteidigung von Dark ist zu stabil. Supply ist relativ ähnlich, da der nächste Drop, da ist ein Festor tatsächlich auch mit dabei. Und da wird er nicht ausgeladen, bis er außerhalb wird ausgeladen. Da soll es denn eine fünfte Basis geben, da steht der Drone rum. Und das ist hier mit der Trupp gejagt, wieder ein Smeddy weggescheucht, wieder der Boost in die Mainbase. Die Drone schafft es am Ende nicht. In der Mainbase geht es weiter, da ist ein bisschen Creeper, aber die Queens sind da weggewandert. Also da ist jetzt gerade ein bisschen Damage möglich. Nochmal ein paar Drones, die ist dabei erwischt. Ein paar Einzelinge werden da reingefüttert in die Marine Firepower. Jetzt kommen mal die Queens mit rein, versuchen das Medic zu snipen, kriegen das auch. Transfuses kommen, aber eine Queen stoppt trotzdem. Mehr Linge tröpfen hier rein. Am Ende konnte die Bio einiges ausschalten an Zerg in diesem Abtausch. Vierte Basis für Clem wird gebaut. Und wird um ein Upgrade. Weitere wird um eins, weitere Marines, weitere Medivacs. Ja, weiter Tempo, Tempo, Tempo. Der Trupp hier auf der linken Seite, die größere Armee auf der rechten Seite. Hauptsache Dark ist die ganze Zeit beschäftigt. Oder er kriegt hier einmal den Catch auf die Marines. Die werden teilweise rechtzeitig eingeladen. Neue Basis wird gebaut. Parallel hier ist er in den Tod gelaufen. Das möchte ich nochmal sehen. Das wird dem Terraner im Herzen wehtun, aber das war Fungal into Banelinge. Und ja, keine Möglichkeit, das zu retten. Einfach nur weggekullert. Auch die wird um eins. Eine trifft. Ne, trifft auch nicht. Die wird vom Baning weggesprengt. Richtig guter Trade hier für Dark. Richtig guter Fight hier für ihn.
Bedomains und Marines in Massen ausgeschaltet. Terraner Feuerpower deutlich reduziert. Und das heißt, Clem muss das alles erstmal wieder aufbauen. Und Dark hat währenddessen Zeit, seine eigenen Basen zu errichten, sein Tech weiter voranzutreiben. Sein 2-2 kommt. Adrena Glance bereits unterwegs. Hive-Tech ist da. Vipern werden gebaut. Die Turn-Army sammelt sich einmal neu. Wenn das hier soll ein Weg geöffnet werden. Das Drilling Claws Upgrade für die Widowmines ist da. Die sind jetzt noch mal ein bisschen gefährlicher. Aber eben für den Zerg laufen da auch viele wichtige Upgrades. Und es kommen zwei weitere Basen nochmal mit dazu. Wir sind bei 4 zu 4 gleich. Das wird dann ein 4 zu 6. Und ja, wieder an zwei verschiedenen Ecken geht's voran. Der möchte nicht alles in einen Angriff packen. Es gibt einen Drop auf die Seite, der da versucht auszuladen. Da wirkt auch ein Fester mit rum. Da ist das Bro auch ganz übrig. Der Fester auch hier hinten dran. Wieder der Fungal soll kommen. Würde man einschießt auf die Dinge. Der Fungal ist trotzdem auf den Marines. Ist das genug, ist die Frage. Die Marines schießen ziemlich durch die Dinge durch. Wenn das auf der anderen Seite geht's auch zur Sache. Da ist auch der Fester mit dabei. Könnte die Marines fangen. Nein, Marines wurden zuerst mal eingeladen. Würde man wurden noch zurückgelassen an der Position. Nochmal eingraben, ausgraben. Dinge werden positioniert. Man versucht nicht zu schießen. Man versucht das Wertvolles zu treffen. Wie zum Beispiel die Viper. Die ist es wert, getroffen zu werden von der Widowmine. Da kommt nochmal der Fungal jetzt sehr, sehr spät, um das Medivac zu zerstören. Das wird auch klappen, die Combo. Und der Damage reicht mit 5 Hitpoints tatsächlich nicht. Und das Medivac macht eine Mainbase weiter. Klemmen wir dessen Machtdruck auf die dritte Basis. Linge Baninger kommen angelaufen. Die Medics sind alle schon ziemlich angekratzt. Wie sieht es in der Mainbase aus? Das eine Medic mega, mega laut. Das andere noch kaputter, steht weiter hinten. Ist ja eh leer, kann also eh nicht viel tun. Squawkcaller kommt noch kurz rüber. Aber 8 Drones hat das gerade gekostet. Also Dark hat seine Schwierigkeiten. Würde man schießen hier sogar nochmal. Overseer damit dabei. Gott, die Medivacs sind in einem so schlechten Zustand. Da nochmal der Infestor. Kann er mit einem Fungal das Medivac killen? Hat er die Energie für einen Fungal? Ne, hat er gerade gar nicht. Braucht 75, hat nur 60. Wir sind bei 74 zu 71. Worker Clem macht einfach konstant weiter Druck. Es werden jetzt Ulis gebaut. Dann Upgrades kommen nach und nach mit dazu. Aber Leopard jetzt mit dabei. Und die Basis wird einfach evakuiert. Dark sieht nicht, dass er die verteidigen kann. Und macht stattdessen einen Counterattack mit Lingen Baningen auf die dritte. Das ist nur OC, das heißt, die SCVs kriegen hier richtig alle Baningen mit drin. Das gibt den großen Treffer in die Eco. 21 SCVs sind weg und die Basis kann gefressen werden. Also das heißt, es wird ein bisschen base-trading. Fungal auf die Liberator, auf die paar Marines, die hier vorne gestanden sind. Und Baningen auch noch. Also die Terran Army wurde ziemlich ausgenommen. Teil steckt noch in den Medivacs. Die Medivacs sind auch so, so low. Spawncaller wird zerstört mit Non-Liberator mit. Queens kommen angelaufen. Hier wird eigentlich alles zerfressen. Hier geht's weiter zur PF, aber die wehrt sich. Die farmt gerade fleißig Kills und wird repariert. Hier die Queens nehmen den Liberator raus. Uli rennt rein. Gott, diese Medivacs gerade so, dass sie leben. Minenfeld wird zurückgelassen. Die Viper haut eine Parasitic Bomb rein und die... Die Widowmine. Die Widowmine mit dem Friendly Fire zerstört die ganzen eigenen Medivacs. Und das sorgt dafür, dass Clem's Supply mal ordentlich crasht. Die PF wird immer noch belagert. Hat 40 Kills inzwischen gesammelt. Aber der Friendly Fire Damage, ja, Clem hat sich selber Medivacs gekillt. Und das war dann sehr, sehr teuer. 12 zu 13.000 Resources lost. Es ist sehr nah beieinander. Aber jetzt, Clem, mit dieser verlorenen Basis ist seine Economy schlechter. Er hat vielleicht eine Zerg-Basis ausgeschaltet, aber es gibt für Dark die Ersatzbasis hier unten. Und er hat den nächsten Counterdeck auch schon laufen, frisst aber einen richtigen massiven Widowmine-Hit. Die zweite Welle wird gefressen, bevor sie was tun kann. Die dritte muss wieder liften. Nochmal die SCVs in Gefahr. Worker-Count auf 55 aktuell. Aber Dark hat eine bessere Position jetzt auf der Map, kriegt sofort wieder Ärger mit einem Liberator. Der hat nur noch 3 Queens, 2 Infestoren. Die Zerg-Army wandert hier von A nach B. An der dritten kommt sie gerade nicht mehr weit. Ein paar Dinge tröpfeln noch rein und werden entsprechend zerstört. Medivac-Anzahl ist halt auch komplett resettet. Es gibt jetzt ein einziges noch. Das ist gerade so am Leben geblieben mit seinen 5 HP. Widowmine kommt hier von der Seite. Also bei den beiden, es eskaliert schon ziemlich gut, muss man sagen. Der weiter blockt hier die Base. Widowmine hat hier eine Drone noch mitgenommen. Aber die Basis wird wieder errichtet. Supply ist sehr, sehr knapp beieinander. Ja, die dritte Basis nicht im besten Zustand, wird aber repariert. Die vierte Basis als PF mit Zusatz-Commands dann vorne dran. Plus 3 Tech kommt für die Bio. 2-2 zu 2-2 ist gerade noch der Stand. Ulis laufen jetzt mit rein. Widowmine 1 schießt. Widowmine 2 und Liberator ist dabei mit dabei. Da kommt die Zerg-Truppe nicht hoch. Für Clem ist es aber gerade ein bisschen die Defensivposition, anstatt offensiv sein zu können. Der Liberator ist weg. Nicht sicher, wo. Da ist der nächste Liberator für den Drone-Damage. Spawncaller gibt sein Bestes. Und jetzt wird ein Spire gebaut, weil Dark da die Schnauze voll hat, dass diese Liberator die ganze Zeit aktiv sind. Mit einem Corrupt oder 2 kann er da deutlich mehr machen. Ist deutlich agiler. Muss nicht ständig die Spawncaller versetzen, weil der Liberator um ihn rumtänzelt, wie man hier sehen kann. So, da nächste Counterattacks sind geplant. An der Widowmine kommt man vorbei. Es sind viele Baninge. Die Widowmine nimmt zwar die Baning raus, aber macht trotzdem die Gebäude dabei kaputt, weil die Baninge explodieren. Die Marauder tanken das erstmal weg mit ihrem Gesicht. Die Dinge fressen sich trotzdem durch. Reinforcements für die ganze Armee kommt jetzt hier rüber, um das abzuwehren. Zweiter Angriff ist da auch noch unterwegs. Da wurde das Command hier drüben neu gelandet. Das kriegt aber sofort Schwierigkeiten. Parallel der Liberator ist jetzt weg. Unten gab es nicht sicher, wo es auch gab es nur ein paar Drones gestorben. Auf jeden Fall hatten wir hier tote SCVs. Basis muss liften. Hier gab es noch den Go und die SCVs. Auch da hat es noch mal ein paar erwischt.
somit 61 zu 69 der Gesamt-Worker-Count. Und da gibt es nochmal keinen Ling, also die Linge inzwischen überall. Und man sieht, die Terran-Army weiß gar nicht, wo es als erstes hin soll. Es ist eine ziemlich große Terran-Army da, aber sie ist gerade, ja, hier in zwei großen Truppen organisiert. Es sind 6 Ghosts mit drin, die stehen alle hier mit rum. Währenddessen die Linge laufen hier wieder raus. Die wird aber jetzt nochmal dabei, der Infestor hat voll Energie. Die Linge sind sehr freundlich, ziehen den Schaden erstmal auf den Infestor. Aber beide Widowmines jetzt soweit aktiviert. Die Terran Army möchte einfach mal eine Basis halten, damit die fünfte mit dazu kommt. Denn das Darks-Gebiet ist hier sehr, sehr in die Breite gezogen durch die zusätzlichen Bases. Aber er hat sie und sie arbeiten. Das heißt, sein Income ist besser. Er ist gleich am Max-Out, sammelt eine kleine Bank. Upgrades werden besser. Die Terran Army jetzt doch wieder auf Attack. Widowmines sind platziert. Es sind aktuell 5 Ultralisken auf dem Feld. Das ist ziemlich viele Points. Widowmines schießen wieder die eigene Bio kaputt. Es kommt mehr Bio mit angelaufen. Und dann geht die Armee oben auch in Bewegung. Also wieder an zwei Fronten wird gekämpft. Die Linge versuchen, die Widowmines zu aktivieren. Die Ulis wollen erst dann engagen, wenn die Widowmines weg sind. Die Widowmines sind jetzt gerade alle inaktiv. Währenddessen der nächste Counterattack kommt einfach. Die Wall ist immer noch offen für Natural. Das könnte jetzt auch für die Mainbase gefährlich werden, weil Clem, er kann nichts an Einheiten bauen. Er ist maxed out. Wissen, das ist nur eine Production drin, aber die Natural ist in Gefahr. Er hat wenn jetzt einen Attack hier und er wird die Basis komplett wegräumen. Der Trupp geht nach Hause zurück. Aber man sieht, die Natural ist bereits offen. Der Infestor ist mittendrin. Könnte auch problematisch werden. Die Linge fressen sich durch die zweite Basis. Da kommt jetzt die Bio angelaufen. Infestor, ist er damit dabei? Ne, er steht erstmal noch vorne. Wartet auf die Gedinger. Baninge von der Seite. Da ist der Fungal. Da kommt die Baninge von der anderen Seite. Backup-Fungal, um das auch hier alles wegzukicken. Das heißt, die Bio kriegt das nicht in den Griff. Die Terran Army das pusht weiter. Hat auch eine zweite Basis ausgeschaltet. Die Linge versuchen das zu stoppen. Aber man ist hier drin in der Mainbase, in der Production. Da sind immer noch Investoren mit Energie aktiv, die da aushelfen können. Aber die Basis wird schon so gefressen. Das hier versucht man jetzt aber auch dem Zerg quasi dem Tech die Todesstoß zu versetzen. Baning Nest wird gesniped. Evolution Chamber Headtrees, da steht einiges rum. Die Mainbase trotzdem, sie blinkt, sie blinkt, sie blinkt. Und es wird immer weniger hier. Die Basis ist quasi überrannt. Der Versuch noch den Infestor zu snipen, das ist gelungen. Aber die Produktionsgebäude gehen drauf. Die Bio währenddessen wurde hier aufgehalten. Da war nämlich Baning und Clem im Moment, wo er nicht guckt, explodiert es. Und dann presst man sich da durch. Also da ist kaum noch was da jetzt. Zwei Medivacs voll mit Marauden versuchen ihr Bestes. Parallel stirbt halt die gesamte Mainbase von Clem weg. Es ist zwar mining-technisch noch was da, aber er muss halt so viel Gebäude nach. Und er baut ganz 7 Kasernen auf einmal, weil er irgendwo Production braucht. Aber seine gesamte Mainbase stirbt. Da wird auch nichts geliftet. Also er fehlt auch die doppelten Supply-Depots. Er ist bei 100 Supply-Block. Seine Medivacs sind soweit keine Gefahr mehr. Es sind 9 Medivacs irgendwo da. Die dritte Basis gibt auch noch Probleme. Das ist nur dieses Orbital Command. Das kann sich nicht so gut wehren. Die Dinge versuchen noch mehr SVs auszunehmen. Da kommt der Rest der Circle dazu. Es ist 60, 70 Supply Unterschiede. Die Mainbase ist komplett aufgeräumt. Und die dritte Basis hat auch Schwierigkeiten. Falls SVs wird noch weggenommen. Jetzt geht's auf die PF da drüben. Denn Clem, er hat fast nichts. Sein Army Supply ist niedrig. Seine Production ist tot. Sein Supply Block ist abartig. Und damit alles, was er verliert, wird so schnell nicht nachgebaut. Die PF wird gefokust. Die PF funktioniert da nicht. Die Zerg-Armee säbelt sich jedoch für Clem. Das wird nicht reichen. Das wird der Ausgleich werden. Er hat zwar noch Einheiten drüben auf der Zerg-Seite, aber er verliert hier bedeutend, bedeutend mehr. Da ist das GG und wir haben das 1:1. Sag jetzt zwischen den beiden, es geht gut ab. Das war jetzt 2 Karten. Es war schon direkt Eskalation. Eigentlich von der ersten Map weg. Und die zweite Map hält das ziemlich gut am Laufen, diese Eskalation. Wieder mal Gebäude verloren ohne Ende. 3 verschiedene Tech-Labs, 2 verschiedene Reaktoren, 92 SCVs, einige Basen. Klar, mit dem ganzen der ganzen Mainbase, die vernichtet wurde. Beim Zerg hingegen, es hat eine Hedge, ein Baning, das ist ein Spore-Caller. Also es ist wirklich hauptsächlich auf die Worker gegangen und auf die Einheiten, die sie reingestürzt haben. Darks Counterattack war deutlich mächtiger als das, was Clem da nochmal reingesetzt hat. Und damit sind wir quasi in einem Best of 5. Golden Aura ist der Austragungsort für Map Nummer 3. Das heißt, der Pool schrumpft. Wir haben noch Oceanborn, Hardlet, Solaris und Side Delta in der Auswahlmöglichkeit. Ja, da wird ein bisschen die Umgebung auch abgescoutet. Also Dark hat jetzt sogar Sorgen vor einer Proxy Rex, aber Clem sagt sich, nee, ist nicht mein Stil. Reaper Expansion, it is. Ein weiteres Mal. Reaper macht sich auf die Reise, SCV ist auch wieder drüben, dritte Basis, kommt aber ohne Probleme bei Dark. Und dann die Linge, die Queens, das übliche Spielchen. Was geht für den Reaper in dieser Map? 4 Dinge sind es dieses Mal nur, anstatt die 6. Das heißt, da gibt es ein bisschen mehr Ärger. Der Reaper kitet sich bisher sehr gut durch. Wien braucht noch einen Augenblick. Also die Linge sind wirklich in einem schlechten Zustand. Alle sehr angeschlagen, aber der Reaper traut sich nicht weiter ran, weil er weiß, die Queen kommt. Und er hat nicht so viele Hitpoints, dass er sich das erlauben kann, lang zu bleiben. Ja, er kriegt auch nochmal einen Hit ab. Sieht die dritte Basis fast fertig. Währenddessen die eigene dritte von Clem noch nicht da. Er hat die Factory, hat den Reaktor, aber er hat noch kein drittes Command Center. Zweiter und nicht umgebaut, denn deswegen. Er baut einen Proxy Starport. Also doch ein bisschen anderer Plan. Nicht das Triple CC dieses Mal für Clem. Das SCV ist nicht nach Hause gefahren, es ist draußen geblieben.
und sorgt für ein Proxy-Gebäude. Für einen überraschenden Drop dann in die Mainbase. Dafür ist die Position recht gut. Kann auch einen Liberator von da reinschicken, theoretisch. Auf eine Banshee wird er nicht aufrüsten, weil dafür hat er nicht den richtigen Platz gewählt. Ja, er kriegt haben wir sogar noch zu schossen, ja, weil hier ist kein Platz für ein Addon. Da steht der Kartenrand im Weg. Also wird es ein Liberator oder ein Medivac und normalerweise ein Medivac. Und da kommen noch zwei Cyclones, die dann verladen werden sollen. Overlord kann das Scout bei gegen Doppelcyclone, könnte das unangenehm werden. Reaper springt da mal rein, sieht die Linge ohne Linkspeed, denn es gibt einen Roach Warren für Dark. Hat natürlich auch ein bisschen rangescoutet im Normalfall. Er hat die Factory da gesehen, die im Bau war. Der Reaper währenddessen kriegt Helion-Unterstützung. Und hier draußen wird das. Ne, wird zuerst ein Liberator gebaut. Und die Cyclones versuchen jetzt zu zweit den Overlord abzufangen. Das wäre. Ah, ne, doch. Da kommt der Doppel-Logon. Overlord versucht sie in Sicherheit zu bringen. Oh mein Gott, gerade so. Gerade so. Dass er das überlebt. Dann heißt jetzt aber auch, dass zwei Cyclones draußen sind. Es kommen 6 Overlords für Dark, aber er ist gerade Horren-Supply-Block. Bei 58 und auch lange. Das ist ungemütlich. Er kann ein paar Roaches bauen. Trotzdem ist das eigentlich nicht der Traum. Und Liberator nähert sich jetzt der Mainbase. Overlord sieht das. Da kann er reagieren. Hat eine Queen. Hier hat aktuell insgesamt 5 Queens. Und die Cyclones kommen nach vorne. Also die Queen-Defense wird dann schon ein bisschen strapaziert, wenn die Cyclones mit dabei sind. Weil man sieht, viele der Queens sind hier vorne. Das heißt, der Liberator kann sich in der Mainbase aufklappen und die Mainbase ein bisschen blocken. 3 Drones bereits gesniped. Und hier die Queens leiden trotzdem, weil die Cyclones halt sehr viel Schaden rauspushen. Ein Hellion wird rausgenommen. Und ne, das hat der Reaper, der rausgenommen wird. Hier Overlord leidet. Roach verteidigt das so gut es geht. Hellions braten sich auch noch durch die ganzen Drones durch. 7 Kills gemacht. Der Liberator ist immer noch in der Mainbase. Wie man sieht, die ganzen Queens wurden jetzt abbeordert, um das in den Griff zu kriegen. 9 Drones gesniped. Die Cyclones leben auch noch im Mundnerven. Haben gerade nochmal einen Overlord zerlegt. Also für Dark, das ist nicht mehr der schönste Start. Weniger Worker. Der Liberator wird dann rauskommen. Verliert nochmal eine Queen dafür. Aber er schafft es, das Teil loszuwerden. Sparport fliegt dann nach Hause. Klar für Clem. Die dritte Basis ist dafür später. Aber man sieht, er ist Worker-technisch dran an seinem Gegner. 46-42. Also man sieht die Auswirkungen seiner Harassment-Aktion. Hat weniger Ressourcen verloren, hat immer noch vorne die Cyclones, mit denen er immer noch fighten kann, wie man sieht. Und mit denen er auch immer noch, ja, gerade am Fighten ist gegen die einzelnen Roaches. Wir haben gegen gemicrot. Man muss die rausmicro und der eine Cyclone ist angeschlagen. Trotzdem der Schaden auf den Roaches verteilt sich auch schon ziemlich massiv. Die regenerieren sich jetzt nicht so schnell, weitere Roach fällt. Und ja, diese Cyclone-Kombo mit den Aliens zusammen ist so, so eklig. Eine Roach nach der anderen kassiert hier. Marine kommt nochmal mit dazu. Die Roaches jagen, die Cyclones kommen aber nach wie vor nicht ganz ran. Eine Roach nach der anderen immer noch zerrissen. Die Queen versucht jetzt, jetzt ist mal ein Cyclone weg. Jetzt ist der Schaden deutlich weniger. Damit hat man die Situation besser im Griff. Und Dark hat jetzt aber drone-technisch. Ich glaube, er wollte eigentlich Creeps götten oder die Drone klicken und hat versehentlich noch den Corrosive Beil angehabt. Aber ja, da kommt dann Basis Nummer 4. Hier Basis Nummer 3 fliegt in Position. Und es geht dann wieder in die BIOS. Kommt Combat Shield und 1-1. Und wir haben 59-52 Worker. Okay, es gibt wieder die Doppel-Expansion. Also Dark mag das sehr gerne, die vierte und die fünfte parallel zu bauen. Leertech kommt dann bei ihm auch. Hellion wird die Basis hier einmal scouten, dass da was im Bau ist. Und ja, Ravager stehen da. 4 Stück, 2 Roaches. 61-54 Worker. Dark pusht sich da wieder hoch. Hat bisher aber auch ein bisschen mehr Geld gebraucht. Wobei, Resource Loss ist gar nicht so unterschiedlich. Liberator Cyclone verloren. 5 Hellions verloren. Dafür 9 Drones rausgenommen, die Roaches. Die angeschlagenen Roaches wurden ja zu Ravagen, also sind quasi wieder voll geheilt. Linkspeed kommt dann auch noch. Aber Clem bereitet sich eben vor auf den Angriff mit Marines. Braucht dann noch Medivacs und wartet auf die verbleibenden Upgrades. Hier draußen stehen die Queens. Da kommt noch eine Macro-Edge mit oben drauf. Bisschen Vorbereitungsphase noch. Und hier gibt es auch eine Goldbase auf Golden Aura, nämlich ganz unten. Wo sich der Creep auch schon hinschleicht so langsam. Da haben jetzt die Marines in Bewegung. 1-1 ist da. 1-1 für den Sorg dauert noch. Wir haben 4 Ravager, 12 Roaches, eine fertige fünfte. Unten ist ja die vierte. Und die fünfte kriegt aber sofort Ärger und wird gefokust mit Stim. Hälfte der Points bereits weg. Queens in der Mainbase, wehren die Medivacs ab. Linkspeed fehlt halt noch, Roadspeed fehlt auch noch. Also Agilität ist gerade noch nicht dabei bei der Sorg-Truppe. Die wird jetzt erst noch gleich deutlich schneller. In der Zwischenzeit kann Clem noch ein bisschen mehr Druck machen. Jetzt Linkspeed ist da und der Cyclone hat damit sein Leben auch verwirkt. Der Hellion schafft gar nichts mehr. Die Marines wollten nochmal reingehen, werden aber abgewehrt. Somit 3 Basen zu 5. 76-66 Worker. Und die Marines aber laden nochmal aus in der Mainbase. Da gibt es also nochmal kurz Stress. Ohne Banning ist das nicht ganz so angenehm. Vor allem die Dinge haben noch kein 1-1. So ein paar wurden nochmal rausgeschreddert. Insgesamt hat Clem mehr Ressourcen zerstört. Hat einen einzigen Marine bisher verloren und eben unten den Hellion und den Cyclone. Es kommt der Hive-Tech direkt. Infestation-Pit ist da, Infestoren werden gebaut.
Das Mining geht weiter, wenn das nicht hier, die Marines werden weiter abgewehrt. Da kommt aber Reinforcement mit zwei Panzern und noch mehr Marines, drei Panzer sogar. Da steckt noch eine Medi weg. Hier versucht man den Weg aufzumachen, dass die Panzer nicht hier geparkt werden können. Das wäre ziemlich eklig. Und Großangriff also auf Basis Nummer 5. Kein Zweitangriff bisher unterwegs. Aber dafür vier Siege-Tanks sind jetzt hier am Start. Und die Roaches denken sich da, nope, nicht unser Kampf. Und prompt wird die Basis aufgegeben. Ja, da kann die Fläche dann noch geräumt werden. Der Panzer will ein bisschen viel, soll angegangen werden. Die Marines stehen da oben. Nach wie vor Baning ist da kein Thema. Und ohne Baning ist es sehr schwer, durch die Marines dort zu kommen. Die kiten und kiten rückwärts. Nehmen dabei sehr viel Zeug raus. 3500 zu 2200 Resources lost. Es hat jetzt doch mal ein paar Marines gekostet, aber auch sehr viele Dinge. Insgesamt hat Clem besser getradet und eine Basis gestoppt. Das heißt, wir sind jetzt bei 4 Basen zu 4. Für Dark hat sich die Situation in der Economy also gerade deutlich geändert. Von komfortabel auf angespannt. Beide gehen auf 2-2. Die Infestoren sind jetzt aber da. Haben auch ein bisschen Energie. Also mit Funkel kann man die Bio deutlich mehr ruinieren. Vor allem jetzt ein Baning am Start. Und Baning Speed kommt auch. Also Dark wird ab hier auch ein gutes Stück stärker. Da oben hat man nochmal einen Medivac reingeradied. Hoffen, dass man da Schaden macht, aber Queens sind bereits dran. Da wird noch Burrow erforscht, dass die Infestoren nochmal gefährlicher werden. Und wie man sieht, Clem verlagert seine Front in den Süden. Möchte da zuschlagen. Da ist ein Wildomeins. Die schafft es. Gerade so schaffen es die Dinge da rauszukommen. Die hat fast geschossen, diese Wildomeins. Hier, Creep wird zerstört, aber der wichtigste Creep-Thomas steht tatsächlich noch oben. Dark hat Vision auf Nightground. Und immer noch Speed Boost über den Creep und rennt da einfach mal drauf. Hier sind immer noch Wildomeins. Benny gehen trotzdem mit dem Panzer-Siegen sehr, sehr spät. Aber es sind viele Panzer. Es sind keine Viper nur da. Die Panzer knallen nochmal ordentlich. Die Zerg-Army kassiert, die Terran-Army kassiert auch. Teure Runde für beide. Der Medivac zerstört aber Dark mehr und vor allem wichtige Einheiten. Der Medivac-Drop zieht sich raus, ist fast down. Sieht, dass die Basis neu gebaut wird. Und Dark kann diesen Highground tatsächlich halten. Eben diese eine Creep-Tornemore nicht mit dabei gehabt. Ohne den wäre der Fight, glaube ich, nochmal ein bisschen anders gelaufen. Hätte Dark nicht die Highground-Vision gehabt, dadurch automatisch und den Speed-Boost, wäre der Fight schwieriger geworden für ihn. Clem wechselt wieder die Seiten, geht jetzt wieder in den Norden. Anstatt dass er hier im Westen angreift. Scannt auch voraus, verpasst wieder den aktuellsten Creep-Tumor. Also hat da gerade nicht so das Händchen dafür. Aber Ready, okay, gibt es den Widowmines sehr, sehr aggressiv, bisschen zu aggressiv nach vorne. Widowmines noch nicht mal gegraben. Die andere schießt auch noch in die eigenen Truppen. Wieder mal Friendly Fire der Widowmines. Wird da Clem ein bisschen zum Verhängnis. Parallel versucht den Drop hier an der vierten, aber das wird aufgehalten. Dabei sind jetzt auch Vipern mit draußen. Dark hat das unter Kontrolle. 50 Supply mehr. Währenddessen Clem baut die nächste Basis auf, geht auf seinen 3-3 auf plus 2 Ship und Vehicle Plating. Oben kommt nochmal eine Basis für Dark. Sein Creepspad. Er hat noch so ein paar Ecken, die gut laufen. Der geht immer noch weiter nach vorne. Wir haben 4 Basen, gleich 5 Basen für Clem. Also economy-technisch, sie haben sehr viel, womit sie sich bewerfen können. Und wie man sieht, Clems Economy ist stark. Also auch wenn sein Supply noch etwas niedriger ist, das ist für ihn noch in Ordnung tatsächlich. Weil Dark will gerade nicht so offensiv umschalten, dafür fehlt ihm der Creep. Und Tech-mäßig geht da auch noch mehr. Die Länge haben wir Dynaglance. Es kommt plus 3 Attack. Und da kommt ein sneaky Move. Nydos in der Mainbase. Marines aber sofort zur Stelle. Die werden gebaut, werden reingestemmt. Und der Nydos wird nichts werden. Parallel oben Angriff auf die neue Basis. Die wird wahrscheinlich. Oh, es wird knapp. Die Dinge sind im Ansturm. Stem kommt ein bisschen später. Aber ja, die Medivacs sind da zur Rettung. Das wird nichts. Und Cross of Bice nehmen wir das raus. Auch Parasitic Bomb zerstört beide Medivacs. Mit Ladung tatsächlich. Das kommt auch nicht lebend raus. Hat zu wenig Hitpoints. Damit immer der Preis ist hoch für Clem, diese Basis zu snipen. Der Preis ist sehr, sehr hoch. Es sind noch ein paar random Widowmines platziert, aber der Creepspread geht trotzdem weiter voran. Und hier der Creepspread ebenfalls. Diese zwei Arme an Creep, die sich da noch langhangeln. Und da unten gibt es die Goldbase, das heißt, die sind da Nachbarn mit den Bases. Und damit wäre der nächste Pushweg eigentlich auch schon recht klar. Und man hört auch gerade Ghost Reporting. 4 Ghosts auf dem Feld. Da draußen außerhalb des Sensor Towers kommt noch ein Nydos. Ich meine, wir haben im Nydos. Wenn dann Linge, normal verhutzt, 20 Linge auf dem Feld, paar wenige Banes, 11 Ravager, Widowmines bunden sich ein, Drilling Claws ist noch nicht drauf, 3-3 kommt für die Bio, Widowmines, jagt mit den Cross of Ice auf die Widowmines, das ist auch ein wildes Thema gerade, er trifft mal eine davon, Nydos ist oben fertig geworden, die Bio rennt und die Bio kriegt wieder ein bisschen Friendly Fire ab, unten steht aber eine Perf, heißt die Linge sind nicht so effektiv, Basis oben wird neu gebaut, Basis unten wird weiterhin gebaut und bald fertig. Und da sieht man jetzt den Nydos draußen, der hat bisher noch nicht viel erreicht. Der ist auch, doch, da sind Linge geladen, aber es, ja, die Linge schaffen da nicht sonderlich viel. Im Süden gibt es den Counter-Attack des Zergs, rennt aber rein und die Perf ist halt hier mit im Weg. Ist ja nicht so einfach da tatsächlich durchzupushen. Vipern haben gut Energie. 3-3 kommt, Kaltenes Bating kommt für Ultralisken, auch wenn wir noch keine gebaut haben. Es kommt der Fusion Core für Clem. Sein 3-3 ist gleich da auf der Bio. Personal Cloaking für die Ghosts. Also techmäßig kommen wir in die Late-Game-Variante. Weitere Command-Center werden angesetzt. 4 OCs auf dem Feld. Und weitere 2 Command-Center werden gebaut. Die Gold-Base läuft mit vollen Drones. Und oben die Basis kriegt ein bisschen Ärger mit einer Widowmine. Oder 2 Widowmine. Personal Cloaking gleich da. Die Armeen maxed out. Reserven sammeln sich.
3-3 für uns. Sorg braucht noch einen Augenblick. Da wird jetzt gesehen, okay, Goldbase ist da. Da kommt auch noch wieder mein Drop drauf. Und wieder mal eins. Der erste schießt, die zweite schießt auch. Vier Drones zerlegt. Nicht so spektakulär. 78 zu 83 Worker. Also Clem hat ein starkes Income. Er hat sogar den Mining-Vorteil, der wächst gerade. Und die Goldbase ist jetzt hier in Gefahr. Das ist halt das Thema. Die Goldbase, sie ist lukrativ, aber sie ist hier nicht einfach zu halten. Dazu muss Dark diesen Highground halten. Die Frage ist, ob er das schafft mit der aktuellen Truppe, die sich da befindet. Ob er sie hier stirbt. Die Sorgami zieht sich bereits zurück und die Goldbase nicht sicher. Gut, wenn Clem hier selber runterläuft, ist auch ein bisschen in Gefahr, wenn er diesen Loch unten sitzt. Er versucht jetzt einfach die Bio reinzuschicken, die Hatch zu snipen. Die Medics sind dafür die Evakuierung, falls es schief geht. Und erstmal kann Dark das noch stoppen. Und rennt oben auf die Terran-Truppe drauf. Würde um eins treffen, bisher nicht so gut bei drin, sind aber mit drin. Die Dinge werden jetzt ausgeschaltet, die Ghosts noch mittendrin. Da waren ein paar Ghosts an der Seite zerfressen. Große Fight zwischen den beiden. Die Vipern hauen nochmal Parasitic Wombat rein. Die Bio wurde ordentlich runtergeballert. Und es sind noch einige Banige da. Das sollten ein paar Snipes kommen, gelingen erstmal nicht. Und jetzt werden Ultralisten gebaut für Dark. Also er schafft es, die Goldbase zu halten. Währenddessen Clems nächste Basis lässt noch auf sich warten. Jetzt sollte hier kommen, da ist ein Link eingegraben an der Position. Und Dark schnappt sich auch oben die Base. Also basentechnisch sind wir gleich gefüllt nach 15 Minuten. Ist keine leere Basis gleich mehr da. Also sind wir auch hier schon wieder in einem Spielchen für die Kosteneffizienz. Dark aber mit potenziell mehr Basen, hat er beide Eckbasen. Würde ihm deutlich mehr Geld zur Verfügung geben. Kann also etwas mehr Geld raushauen tatsächlich. Insgesamt hat er besser getradet bisher. 13 zu 15.000 Resources lost. Also er hält sich in dieser Map sehr, sehr gut. Muss das eigentlich jetzt nur so weitermachen. Weitere wird um eine Gefahr. Weitere, ja, wenige werden ausgeschaltet. Der Uli tankt das aber weg. Für ihn kein Problem. Medivac fliegt nochmal weiter, nochmal der Widowman. Hier ist aber fast nichts los an der Base. Weitere Upgates kommen, Advanced Ballistics plus 3 Ship und Vehicle Plating. Die Armee wird größer, mächtiger. Creep ist so die Hälfte der Karte angekommen. Da nochmal Parasitic Bomb, nochmal eine Parasitic Bomb, dass dieses Medivac auch ja nicht überlebt mit seinem Inhalt. Hat sich dann auch erledigt. 3 Vipern, 2 Ulis, 11 Ravager, 23 Banes, 50 Linge, 40 Larven auf Vorrat und das Geld auch. Also da kann nachsetzen. Wobei Vespingas ist nicht so viel. Er hat hauptsächlich Mineralien. Vespingas-Einkommen ist schlechter als das von Clem. Also er sammelt wirklich nicht viel Vespingas. Er sammelt wahnsinnig viele Mineralien. Gut, die Base kann Vespingas. Die Base kann Vespingas. Die auch nicht. Goldbase auch nicht. Also er sammelt wirklich nur Mineralien quasi. Und die ersten drei Basen, wovon aber das Vespingas dann auch nicht unbedingt mehr wird die nächste Zeit. Nudus in die Mitte gesetzt. Er hat das Vespingas auch weiter nicht nachgerüstet. Er ist voll Mineralien fokussiert. 7000 Mineralien schießt nach oben, das ist ja abartig. Ja, Perf wird es unten angegriffen. Baininge Roll mit rein. Die Perf ist nicht zu retten bei so viel Feuerpower. Ja, SCVs werden auch mit weggekegelt. Die Perf stirbt. Die Turnami versucht irgendwie das weiter hinten nochmal zu retten. Da sind viele Ghosts und viele Baininge sind noch da. Die Ghosts leben hier gefährlich. Oben gibt es aber einen Counterattack und das nimmt die Sorgbase raus. Da sterben auch ein paar Drones dabei. Ist am Ende Economy Trade zwischen beiden Seiten. Würde meine wird hier weggeschossen. Es sind so viele Baininge, die hier rollen. Weiterhin, Darks Vespingas Einkommen ist schlechter als das von Clem. Das hält sich immer noch. Das ändert sich auch gerade nicht. Der legt da kein weiteres Vespingas bisher nach und kriegt jetzt stattdessen einen Drop in die Mainbase. Parasitic Bombs kommen. Viper 1 ist mega angeschlagen. Cyclone versucht da nochmal nachzusetzen. Lippe, der klappt sich mit auf. Die Mark Wedge leidet. Die Linge stürmen aber an und die Linge sollten das in den Griff kriegen. Das Gebusel müsste gerade. Die Vipern sind so low. Aber beide Vipern leben. Die werden hier nicht gesniped. Der Lippe wird auch noch ausgeschaltet. Mainbase hält. Dafür hier wird Creep abgeräumt. Darks Gebiet ist ein bisschen schwieriger. Aufgestellt. Er baut 12 Corruptor. Er hat 5000 Mineralien und halt 300 Vespingas. Und nach wie vor, er sammelt die Bases ohne Vespingas. Aber kriegt zumindest mit den Queens die Medivacs abgefangen. Also Clem verliert da auch einiges. Immer noch. Clem hat mehr Ressourcen verloren. 22 zu 18.000 steht es da aktuell. Wir haben inzwischen aber 10 Ghosts und 4 weitere kommen mit dazu. Die PF wird hier wieder aufgebaut. Die Basis oben steht. Die Basis oben steht zwar, aber wird nicht genutzt. Und die Goldbase, er wurde mal wieder ein bisschen harassed. Wird ein bisschen lahmgelegt. Und ja, Dark. Weiterhin diese Diskrepanz. Er hat 10-mal so viel Mineralien, wie er Vespingas hat. Es ist, er kann wahnsinnig viele Dinge bauen. Das ist schön. Er kann viele Queens bauen. Er hat aber gar nicht so viele Larven. Hat gerade einige davon eingesetzt. Baut nochmal eine Hatchery mit dazu. Das ist die Basis, die hier neu baut. Die Drones fahren da mitten durch. Die Turnami ist unterwegs. Snipes auf die Overseer, damit die Detection schon mal wegfällt. Da sind 7 Overseer aber auf dem Feld. Und es werden nochmal 3 nachgelegt. Also es ist genügend Detection eigentlich da. Denn hier werden wird um eins gefressen. Der Nudus da mitten in der Landschaft. Und oben will man die Basis und sagt, ey, da steht schon eine. Eventuell müssen wir das loswerden. Dark möchte umswitchen auf Attack. Sensor Tower sieht da ein bisschen was davon. Die Turnami ist in der Gegend. Die Linge rennen hier trotzdem einfach rein. Panzer. Die Einheiten müssen aber einmal um die Ecke. Das heißt, die Baininge, da geht es dann nicht so gut. Die Liberator kreiseln sich auf. Für wen läuft der Fight gut genug? Es ist keine Perfe mehr dabei. Die Ghosts tanken das mit dem Gesicht. Viele Banes noch da. Und die Baininge rollen hier gnadenlos weiter. Die Turnami ist hier. In der Krisensituation kann sie das managen. Das Command Center leidet. Corrupted kotzen da drauf. Baininge rollen nochmal weiter auf die Ghosts. Die Ghosts kiten weiter rückwärts. Das CC ist fast down. Das CC brennt ebenfalls. Es sind so viele Overseer hier tatsächlich. 9 Stück.
mit dabei. Und er hat erfolgreich eine Basis denied. SCVs zerstört. Es sind ein paar Drones gefallen, weil hier gibt es immer noch Ärger mit Widowmine-Drops tatsächlich. Da macht Clem immer noch weiter. Die Goldbiss hat nach wie vor Schwierigkeiten. Die Turn-Army will trotzdem auch weiter fighten. 9 Ghosts mit dabei und sie versuchen es, hier nur ein paar Netten wegzusnipen. Das gelingt auch. Ravager werden weniger. 3 Ulis für den Gott. Ey, es kommen weitere Extraktoren für Dark. Halleluja. Ja, weil Mainbase ist jetzt leer. Also sein Mining ist gerade nochmal geschrumpft, sein Vespingas-Mining. Jetzt hat sein Gegner doppelt so viel. Also Clem hat mehr Vespingas. Das ist schon... gut, 26 zu 29.000 Resources lost. Bisher nach wie vor Dark. In Sachen Kosteneffizienz hält das sich immer noch sehr, sehr super. Also sein Spielstil funktioniert, weil er eben gut tradet. Trotzdem ein bisschen riskantes Spielchen, dass er da so viel auf sein Vespingas verzichtet. Man sieht auch, Vespingas ist mangelbar. Er hat 200. Das ist nichts. Da kann er einen Satz Baning im Offen, dann ist das wieder leer. Er hat immer noch 5000, fast 6000 Mineralien. Aber einfach nicht viel Vespingas. Die ganzen Baning, die ganzen Ravager damit drin. Jetzt sind beide werden aufgesetzt. Würde meins versuchen zu schießen. Ravager laufen da mitten durch. Jetzt geht auf den Natural Dark. Versucht hier den Terraner zu brechen. Kann Clem hier durchhalten. Seine Verteidigung geht sehr, sehr tief nach hinten rein. Die Sörgerneiten werden jetzt sehr tief nach innen gelockt. Grab wird kotzen die Leute aus dem Leben. Aber die Sörgermi läuft jetzt auch wieder raus. Clem lebt noch. Infrastrukturschaden ist da. Weiteres Command Center brennt. Und nochmal 8 SCVs hat es erwischt, aber gleicher Workaround, 60 zu 60. Die Basis, Vespingas ist da gebaut, aber noch nicht besetzt. Die Natural Tags Vespingas einkommen, ist ein Abenteuer. Ich meine, bei Clem wird es jetzt auch weniger, weil bei Clem ist gerade eine Basis komplett weggefallen. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Da hat es Vespingas, jetzt füllt das, okay. Jetzt kommt wieder mehr Vespingas dazu, weil das läuft gleich leer. In der dritten Basis ist das halt auch nicht viel länger. Also er braucht das weitere Vespingas von den neuen Basen. Und oben die Base kann er erstmal nicht halten. Also das Ding ist noch nicht zu Ende. Da Katza 5000 Mineralien auf der Bank. Die Frage ist, wie gut kann er sie nutzen? Die Dinger versuchen es. Einfach wieder vorwärts stürmen. Widowmine. Oh, die Widowmine, die da drin ist, könnte gefährlich werden. Widowmine trifft auch sehr, sehr gut. Hat 13 Kills gemacht. Der Uli kommt hier nicht durch. Die PF Liberator plus Widowmine blocken auch das. 9 Drones sind währenddessen gefallen. Die Basis oben wurde erfolgreich ausgeschaltet. Also Dark hat eine Base weniger und seine Economy ist jetzt auch nicht mehr der Brüller. Die schwächelt jetzt auch. Tatsächlich Clem sammelt die letzten Minuten mehr, hat aber natürlich auch mehr Geld gebraucht, wobei das gleicht sich gerade auch an. Dieses Game wendet sich gerade ein bisschen für Dark. Kommt nicht mehr so gut durch. Economy hat ein paar Schläge hinnehmen müssen. Die Goldbase hat immer noch Ärger, aber Corruptor kümmert sich drum. Damit zumindest die Goldbase läuft, die Linge laufen nochmal rein, aber es ist einiges an Terraner-Army da. 140 zu 130 Army-Supply. Und wir haben 2 Ultralisken, 9 Corruptor. Und über 100 Linge ein weiteres Mal. Weniger Drones als SCVs. Jetzt werden noch Infestoren gebaut. Nach wie vor Dark lebt am Limit, was Vespingas bedeutet. Jetzt hat Clem die bessere Bank eigentlich. Er hat zumindest Vespingas und Mineralien. In einem 2-zu-1-Verhältnis ist das eigentlich auch ganz ordentlich. Sorgami überlegt sich, wie man da engage. Tatsächlich Creep kam nicht mehr großartig weiter nach vorne. Es sind 3 Queens auf dem Feld. Und da ein weiterer großer Fight kann bevorstehen. Ne, Linge laufen lieber zurück. Da wird ein Teil abgespalten. Das sind Gott, so viele Changelinge. Gut, er hat Overseer wie ein Irrer. Er hat 9 Overseer. Nicht verwunderlich, dass er viele Changelinge raushauen kann. Wir werden gerade alle weggefarmt. Ja, die Basis läuft jetzt auch leer. Mainbase ist leer. Natural ist auch leer. Dritte Basis ist auch leer. Also vierte Basis, fünfte, sechste, siebte. Und Clem hat sich die Basis, gut, jetzt sind die Basen gleichmäßig aufgeteilt. Das ist ein reines Spielchen und Kosteneffizienz. Mit gleicher Ressourcenverfügbarkeit. Widowmines schießen hier teilweise sehr viele Linge aus dem Leben. Die schafft nochmal einen guten Treffer. Das heißt, die Sörgermi bereits ziemlich ausgedünnt. Noch 60 Linge anstatt 110. Und die Sörgermi wird hier wieder zurückgeschlagen. Und jetzt hat Dark mehr Resources lost als der Gegner. Interessant, wie sich die Dynamik hier ändert. Clem spielt jetzt einfach selber auf eine, ja, einfach nur Trading-fokussierte Army. Den Gegner gut wegbekommen. Und da der Counterattack in die Natural könnte wieder das Problem werden, die gegnerische Production anlegen. Bio kommt aber mit von der Seite. Die Gebäude gehen da dem Uli megamäßig im Weg um. Kommt der Parasitic Bomb. Leopold sammelt Pineiten auf oben. Die Bio kommt mit dazu. Der Fight spreadet sich erst in zwei Richtungen. Die Infestoren haben die EMP abbekommen, damit keine Energie, um hier Fungals zu setzen. Die Baninge jagen und jagen die Bio. Bio steht jetzt hier in der Engstelle. Da Baninge quetschen sich dadurch, aber die Ghost Tank einige Sex stellen sich trotzdem in den Weg. Und hier der Kampf direkt gegeneinander. Beide werfen hier einfach Einheiten rein wie verrückt. Das Command Center fällt. Auf beiden Seiten massive Verluste. Die Natural wird aber gehalten tatsächlich mit mehr Infrastrukturschaden. Und am Ende, beide müssen nachbauen. Und jetzt tut Stark richtig weh, dass er kein Vespingas hat. 170 Supply und nur 100 auf Vorrat. In diesem Fight hat er halt 600 verloren, hat gar nicht so viel Vespingas in seiner Armee tatsächlich. Sehr viel Linge, die da im Einsatz sind. Die Base wird abgecampt. Die Basen unten wird sowieso leer. Die Goldbase soll nochmal angegriffen werden. Nein, das Medic ist eh schon mega laut, das sollte zu retten sein. Die Queen viel überlebt sogar tatsächlich. Und da gibt es mal einen kleinen Besuch von Pallingen an der Seite.
Das ist halt gerade so ein dunkler Spot in der Terraner Base. Da ist nicht viel, außer dieses eine Command Center. Ich glaube, da schauen die nochmal vorbei. Jetzt kommen die Gebäude-Upgrades und plus 2 Ship-Weapons für Clem. Für Dark kommt plus 2 Air-Weapons. Er hat hier Dark hat noch 200 Vespingas rum. Er hat auch hier, er sammelt nicht optimal. Ist das die einzige? Es ist jetzt, okay, er hat jetzt hier Vespingas nackt, das sammelt auch nicht. Also Dark hat gerade sein Vespingas einfach nicht unter Kontrolle. Sonst wäre er in einer so viel besseren Position, wenn er vernünftig Vespingas hat. Er ist die ganze Zeit am Limit. Er hat 110 Länge, aber auch hauptsächlich, glaube ich, weil er einfach kein Vespingas hat für Banes. Das ist abenteuerlich. Er kriegt das auch nicht in den Griff. Er hat die Basen, er hat die Drones. Er sammelt nur einfach kein Vespingas. Jetzt staffelt er da wieder was rein. Das ist auch dringend überfällig. Weil eben die Basis läuft nicht optimal. Die ersten drei Basen sind komplett alle. Also nach wie vor Vespingas Mining. Es wird jetzt besser, aber man sieht, wie viel Clem da sammelt. Clems Bank wächst und wächst und ist jetzt besser als die von Dark in Gesamtmasse. Dark hat halt nur Mineralien, davon 6000 und halt nichts an Vespingas. Die Bayer rennt einfach raus, den Verstonzen hier mit drin, wird dann gesehen durch den Scan EMP, landet. Keine Fungus verfügbar. Die Sorg-Abi überlegt sich trotzdem, ob sie kämpfen soll. Ob das funktioniert. Widowmines sind platziert. Oh Gott, die Widowmines! Die Widowmines! 29 Kills auf der einen, nicht so viel auf der anderen, 25 auf der anderen. Mal prompt 50 Länge ausgeschaltet. Die Sorg-Armee ist geschrumpft, wird sofort wieder hochgepusht. Die Sorg-Armee will nochmal hier zurückfighten. Es sind einige Ghosts mit drin, Snipes dann ausgepackt, Infestoren verschwinden, Uli verschwindet. Und weiterhin Dark mangels an Vespingas. Liberator unten will die Drones noch jagen. Worker Count runter auf 49. Clem setzt sich gerade, was das Late-Game angeht, mehr und mehr durch. Dark hat die Probleme tatsächlich. Er baut es sehr, er baut mehr Vespingas, weil klar, er braucht es. Er hat 5000 Mineralien, aber kein Vespingas. Sein Gegner hat da fast 2000. Die Basis kann man eigentlich wieder aufbauen. Die Natural inzwischen auch leer, die dritte leer. Die Basis hier, die PF, die ist ja zwischendrin einmal gestorben. Aber ist ein, der nähert sich der Mineralien auch bald Mind-Out-Situation. Die Eckbasen sind das wichtig. Das sind die frischesten Basen, die es noch gibt. Und selbst die sind schon angeschlagen. Solche, die Bayer versucht zusammen Druck zu machen. Der wird nochmal mit dabei. Wird mein trifft auf sehr viele Dinge. Und hier sind Gebäude im Weg. Aber das sind keine fertigen PFs. Das sind Command Center. Die Bayer stapelt sich dahinter. Jetzt, die PF kann hiermit aushelfen. Im Süden, der Push wurde abgebrochen. Stattdessen die ganze Terraner bewegt sich in den Norden. Die Dinge laufen da nochmal durch. Und Dark muss weiter nachbauen. Aber seine Bank schrumpft jetzt halt schnell. Zumindest wenn das Pingas-Income hat sich jetzt gebessert. Jetzt läuft wieder vernünftig was. Im Vergleich zu den 200 pro Minute, die er vorher hatte. Problem ist, die Basis stirbt eventuell gleich. Dann hat sich da gleich wieder eine Stufe davon erledigt. Wo ist die Rest-Terran-Armee? Die chillt immer noch hier unten. Die ist unschlüssig, ob sie nach oben soll oder nicht. Die Bayer quetscht sich wieder in die Engstelle, damit die Dinge nicht gut rankommen. Ghost tarnt sich auch, keine Detection mehr dabei. Also die Dinge kommen nicht durch. Es sind zu viele Dinge wieder. 150 Dinge auf dem Feld, weil ihm so viel Vespingas gefehlt hat. Baut er einfach nur Dinge. Das ist das Einzige, was er bauen kann. Mit Minerals only. Ich meine, es sammelt sich jetzt zumindest ein bisschen was an Vespingas. Hier aber sind weitere Widowmines genau gegen solche Dinge. Die erste trifft nicht so gut. Die von der Seite trifft ganz ordentlich. Und die andere schießt auch nochmal, rennt, hat jetzt auch nicht so viel getroffen. Trotzdem, Bayer stellt sich wieder in der Engstelle. Und die Baninge kommen angelaufen. Die Vikings plus Leopard, das sind da eine Versammlung oben. Die Baninge kullern ran, aber viele gerade explodiert. Die Dinge klettern jetzt hier also rein, wollen die Netzspiel angreifen. Die PF hier aber wehrt sich mit 17 Kills bereits gesammelt. Da stehen 4 Widowmines rum für Clem. Er versucht sich hier durch Sorg durchzuarbeiten. Der Widow seine Netzspiel bedroht. Sein Netzspiel wird auch nach und nach gefressen. Die PF hält weiterhin 27 Kills. Der Leopard das Scepter und Pine hat uns neben die Ghosts getarnt. Versuchen sich da durchzusetzen. Widowmines werden jetzt da vorne geschoben, aber sofort gesprengt. Auf beiden Seiten hohe Verluste, aber Dark droppt mehr im Supply gerade, 130 zu 170. Und seine Bank ist eben auch schlecht, dazu ist noch Linge einzugraben, aber ich glaube, das war ein bisschen zu offensichtlich. Ja, das war zu offensichtlich. Dafür ein paar schaffen es noch in die Mainbase. Können da noch wie ein Forcements abfangen. Nein, Dark wirft das GG. Er sieht nicht ein, wie er das in meine Griff. Klar, seine Bank gibt das nicht her. Er hat Drone Technik jetzt auch nicht mehr so viel und er läuft hier gerade raus und sieht, dass hier eben noch weitere Infrastruktur ist. Und die Goldbase läuft leer. Ja, das ist gleiche Basenanzahl, kommt hier nicht wirklich durch. Da ist jetzt eine zweite PF im Weg. Also ja, Clem hat das Late-Game-Technisch besser gemanagt und holt sich damit die Führung. Es ist kein Best-of-5, es ist ein Best-of-7 trotzdem. Es ist ein Pseudo-Best-of-5, weil quasi nur noch so viele Karten verfügbar waren. Aber eine weitere ist abgeschlossen. Und obwohl Clem hier eine lange Zeit unter Druck war und Dark wirklich einiges Gutes hatte, er konnte nie den Finish finden und hatte dann wirtschaftliche Probleme, weil seine Wirtschaft nicht gut balanciert war. Konnte also dann nie den Todesstoß auspacken und sich den Sieg holen. Damit ist Clem jetzt eben mit dem 2:1 vorne. Hardlet für die nächste Runde und wir kriegen auch hier keine Proxy-Kaserne von Clem. Aber er hat zumindest den Proxy-Starport ausgepackt in der vorigen Karte. Es ist die Frage, ob Dark eventuell früher auf Aggression umschaltet, ob er das Gefühl hat, das funktioniert. Wobei eigentlich sein letztes Spielplan hat nicht schlecht funktioniert. Das ist ja nicht mal das Thema. Es gab bloß eben Ungereimtheiten in seinem Spielplan, in seinem Late-Game-Management, dass ihm so das Spiel schwerer gemacht haben, als er hätte es sein müssen. Ich glaube, ohne die Probleme wäre da vielleicht auch eher ein Sieg drin gewesen. Mit seiner sehr Vespingas-starved Economy.
lief das halt nicht so rund. Und mal gucken, was sein Plan für dieses Match ist. Erstmal Reaper-Verteidigung. Die Dinge mühen sich ab, bis die Queen da ist. Das dauert noch einen Augenblick. Der Reaper tänzelt sich hier hindurch. Nochmal zwei Dinge kamen dazu, um das ein bisschen zu stabilisieren. Es gibt den Kill Nummer 1. Und es gibt mehr Damage auf die Linge. Queen spawnt gleich. Reaper hält ein paar Attacks aus. Überlebt das ein Hitpoint? Ein letzter Hitpoint. Der Reaper überlebt das gerade so. Und Clem geht wieder auf Triple CC. Zwei Overlords tatsächlich bei ihm in der Gegend. So, Dark hat beide nach vorne geschickt, interessanterweise. Anstatt nur einen. Will also unbedingt scouten. Dritte Basis kommt aber bei ihm auch. Der Reaper tänzelt hier. Wartet, dass seine Regeneration ihn da wieder in eine bessere Verfassung schiebt. Und die Linge haben die Basis verlassen. Versuchen also ein bisschen den Konter anzusetzen. Linkspeed dauert nicht mehr so lange. Reaper ist eben nicht zu Hause. Und hier Hellion-Produktion startet jetzt. Ansonsten ist da nicht viel da. Man kann die Wall hochziehen. Die Natural kriegt dann trotzdem ein bisschen Ärger. Der Overlord sieht ja, dass hier noch nicht viel los ist. Aber normalerweise stehen die Einheiten sowieso nicht hier unten. Wenn man Terraner-Einheiten hat, stehen sie hier oben. Weil das sicherer ist. Man sieht da einen Marine hält hier Wache. Starport wird dann gleich fertig. Wenn er einen Viking baut, hätte er einen potenziellen Doppelkill. Reaper geht da nochmal rein. Ist da nochmal aggressiv sogar. Merkt aber auch, dass die Linge fehlen in der Verteidigung. Das sollte Clem aufgefallen sein, dass sich nur die Queens ihm entgegenstellen. Dass da keine Dinge rumtänzeln. Und Linkspeed ist drauf. Hellions verlassen jetzt auch die Base. Darauf wartet man quasi. Overlord hier wurde gesehen. Drei weitere Overlords werden Gottes. Kommt das Viking? Also es wird da tatsächlich ein bisschen Möglichkeiten geben, Overlords zu snipen. Die Linge, ja, schauen kurz vorbei. Aber Hellions spawnen gleich weitere. Das heißt, für die Linge die Chance, Schaden zu machen. Nicht wirklich, da die Hellions jagen auch schon. Die Linge also, ja, kriegt auch das SCV nicht. Für Dark funktioniert das bisher nicht so toll. Mining Tennis ist Klammer so gut mit dabei, hat seine dritte Basis und mit den Vikings oder mit dem Viking kann es sich dann noch zwei einfache Kills dazu holen, was bei Dark fürs Supply noch ein bisschen schwierig wird. Zumindest geht er dieses Mal nicht auf Roaches, also er braucht gerade auch nicht so viel Supply auf einmal. Die Hellions währenddessen sind hier frech von zwei verschiedenen Seiten. Ein paar Dinge werden nochmal angebraten und da gibt es eben Kill Nummer 1 und dann gibt es unten auch gleich Kill Nummer 2, der Overlord hat keine Fluchtmöglichkeit. So, die Hellions hier haben noch vorbeigeschaut, aber die werden abgefangen. Versuchen nochmal nachzusetzen auf die Drone. Kriegen ja auch eine. Trotzdem zwei Hellions dafür verloren. Ist dann auch ein bisschen kostspielig. Es kommt Liberator danach. Starport hat kein weiteres Upgrade unterwegs. Das Tech Lab läuft zwar, es wäre noch eine normale Banshee möglich. Aber erstmal ist das hier nicht geplant. Das Viking wird auch normalerweise auch keinen weiteren Kill finden. Hier gab es nochmal tote Creep-Tumore, werden aber nachgesetzt. Wir haben 6 Queens auf dem Feld. Leertech kommt, 5 Overlords kommen. Es hat für einen kurzen Supply-Block gesorgt bei Dark. 46 zu 43 Worker. Drittes CC. Kann sich bald auf die Reise machen. Und hier wird der Liberator rausgeschickt. Also ja, Early Game soweit überstanden. Situation relativ gut für den Terraner. Zwei Ebays kommen damit dazu. Stim kommt. Es kommt jetzt doch der Roach One. Nachgezogen mit dem Leertag zusammen. Wenn das hier nochmal ein Link versucht durchzukommen. Wir hatten bisher 4 tote Linge, die 2 toten Ovis, eine tote Drone. Der Liberator versucht zu der toten Drone noch was hinzuzufügen, aber Spockholder stellt sich ihm direkt in den Weg. Da geht also nichts gut, der Verteidigung hier von Dark, währenddessen die dritte losfliegen möchte. Erst kommt Stim, der Starport baut sich einen Reaktor für Medivacs und dann gibt es wieder die Biophase. Währenddessen Doppel Evolution Chamber kommt bei Dark und seine Basis Nummer 4 wird gestartet. Also es fügt sich wieder alles so nach und nach zusammen. Nochmal eine Aufbaurunde, Siege Tanks werden gebaut und die Siege Tanks treffen dann auch auf Roaches. Roach Speed ist direkt unterwegs, hier wird der Creep abgefangen. Kann man eventuell noch mehr rausbraten mit einem Scan, stattdessen will man durchfahren Richtung Drones. Queens stellen sich dem in den Weg und Liberator hat die Seite gewechselt, versucht stattdessen an der Mainbase. Aber auch da ist ein Spore-Crawler, wobei da wären keine Queens. Könnte sich quasi hier von der Seite platzieren. Gucken, ob Clem da aufpasst. Versucht er zumindest das an der Seite zu managen, dass eben auch Dark reagieren muss. Die Drone, oh, schöner Save. Schöner Spore-Crawler-Save, für die eine Drone schnell reagiert. Trotzdem, der Liberator lässt noch nicht locker, wie man sieht. Pflanzt sich einfach an. Das sind die Hellions ärgern da auch noch ein bisschen. Zu Hause für Clem läuft es einfach weiter. Sein Mako läuft gut. Seine Upgrades kommen dazu. 1-1 kommt für die Roaches. Es kommt kein Melee-Attacks, es kommt Missile-Attacks. Also das Upgrade für die Roaches. Die Mainbase wird jetzt doch gut gebremst. Die Hellions währenddessen werden verscheucht. Der Liberator kassiert jetzt mehr Schaden. Wir haben 14 Roaches auf dem Feld, 10 weitere unterwegs. Supply füllt sich schnell. Aber Clem ist ziemlich gut dran am Zerg Supply, was bei Roach Supply jetzt keine so tolle Nachricht für Dark ist, dass der Terraner da mithalten kann. Jetzt mein Scan, um den Creep ein bisschen aufzulösen. Queen-Anzahl ist weiterhin 6 Stück. 5 weitere Overlords folgen, dann kann Dark auch quasi maxen. Hat dann aber noch sehr viel Luft nach oben tatsächlich. Er ist Clem jetzt modet maximal Grenze 150 Supply. Bei Clem kommt gleich das 1-1 mit Combat Shield, mehr Panzer. Nochmal ein Bunker. Seht die ganzen Roaches auch, die draußen sind.
Es kommt einfach eine riesen Roach. Dark will einen riesen Roach-Angriff machen. Quasi 200 Supply an Roaches. Jetzt kommen Ravager mit dazu. Er hat halt 10 Linge. Hauptarmee ist wirklich Roaches. 1-1 dauert noch ein bisschen. 1-1 beim Taran ist da. Combat Shield folgt. Armory ist auch schon da. Das heißt, es kommt 2-2 als nächstes. Ein bisschen Geld wird noch benötigt für das zweite Upgrade. Für Spingas wird benötigt. Scans auf die Zerg Main und Natural. Sieht die ganzen Overlords loslegen. Sieht den Leertech. Da ist noch kein Hive unterwegs, weil es eben massenhaft Roach-Masse auf Leertech ist. Drei weitere Kasernen. Es werden jetzt Marauder gebohrt, weil eben diese Roaches doch eine ziemlich massive Wandern Hitpoints darstellen. Das ist ein anderer Ansatz von Dark. Ja, diese riesige Roach-Army. 33, 36 Roaches. Es kommen nochmal drei. Also 10 Ravager fast mit dabei. Kann Clem diesen Ansturm aufhalten? Er hat Siege-Tanks. Es sind keine Vipern möglich. Es sind keine Vipern da, logischerweise. Und unten gibt es mal kurz Ärger mit dem Reaper, der kurz reingeschaut hat. Und die Linge kommen aber erst später. So, hier Push auf die Panzer. Die Nordflanke sieht ziemlich schwach aus, aber es sind so viele Panzer hier platziert. Sehr zerstreut platziert. Roach-Flanke im Norden wird ein Upgrade. Bunker ist gecrushed. Die Roach-Army fightet weiter. Die Turn-Army versucht gegenzuhalten. Die Armeen traden sich runter. Wie gesagt, im Norden ist nicht mehr vernünftig. Das Viking fightet auch noch mit dazu. Da werden sogar Mules geworfen an diese Basis. Der Panzer wird repariert. Panzer im Highground schießt damit rein. Die Zerg-Army läuft hier einmal auf. Es sind 6 SCVs gestorben, aber Dark hat halt, ja, sehr viele Ressourcen dafür aufgewendet. Seine Ravages sind auch dabei draufgegangen, der Crossball trifft nochmal, die Bio macht sofort den Counter-Push. Wir haben gleich einen Worker-Count, also am Ende für Dark, er muss halt sehr aufpassen, wie das läuft mit den Fights. Die Roaches kriegen da schnell Schwierigkeiten. Viking geht sogar in die Luft und kommt damit sogar durch. 3 Panzers am Start. Und es werden nochmal Ravager gemofft. Nächster Angriff direkt am Start. Aber Bio-Reinforcements, Panzer-Reinforcements kommen ebenfalls. Und mit nur 2 Ravagers, das ist ein bisschen wenig, um Siege-Tanks loszuwerden. Also Clem kann das halten, Supply ist jetzt ausgeglichen und wenn jetzt sieht Mining-technisch gut für den Terraner, Supply-technisch, der Vorteil ist halt weg für Dark, ist jetzt sein Problem. Jetzt steckt er halt auf Roaches, 2-2 kommt, aber es ist deutlich langsamer als das, was die Bio bekommt. Das macht die Fights nicht unbedingt leichter, für ihn der Creep wird auch immer geblockt. Der Link sieht, da ist eine 4. Basis unterwegs, also 4-4 Basen. Dieser Angriff für Dark hätte quasi mehr machen sollen, hat er nicht geschafft. Was ist jetzt sein nächster Plan? Erstmal mehr Masse, er versucht wieder auf den Max-Out zu kommen. Der eine Link wurde jetzt gestoppt. Die 4. Basis wird zum Perf. Mehr SCVs werden hingestaffelt. Und da kommt der nächste große Angriff. Aber der ist nicht mal auf 200 Supply. Das sind 183. Da geht noch was. Und für den nächsten Fight wird der Taran jetzt auch 2-2 fertig haben. Und plus 1 auf den Panzern. Also es wird für die Zerg-Armee nicht leichter, dieser Kampf. 180 Supply bei Clem. Da strömen die Linge rein. Werden sofort zerstört. Die Ravages sind da vorne mit dran. Die Zerg-Armee hat eigentlich nicht so wirklich Bock auf diesen Kampf. Parallel gibt es hier Drop Urg. Oh, der Drop hat. Der wurde einfach. Den habe sogar ich komplett übersehen. Alles ist mir komplett entgangen. Er hat in der hintersten Ecke ausgeladen. Das wurde erst später gesehen am Rand und dann einfach Stim und Go. Und ja, plus 2 Attack ist halt gerade günstig fertig geworden. Hat einfach den Leertech runtergefokust. Gnadenlos. Transfuse kam sogar. Transfuse war nicht genug. Die Bio sagt, ist uns egal. Das Ding kriegen wir. Es opfert ein paar Einheiten. Aber ich meine, das ist ein Leertech. Eine komplette Basis down und eben der Tech einmal eine Stufe down. Muss man auch nachbauen. So, hier währenddessen wird weiter drum gekämpft. Aber die Bio kann hier durchaus gegenhalten. Sensor wird hier rausgenommen. Eben 2-2 für Dark, das dauert noch. Und damit ist sein Tech halt der komplett Stillstand. Er baut den Leertech auch nicht nach. Er könnte es, aber er hat es noch nicht getan. Erstmal will er die Mainbase nachbauen. Aber ihm fehlt jetzt auch eine wichtige Mining-Base. Ist maxed out, aber Clem ist es selber fast. Und ja, da sind viele, viele Siege-Tanks mit plus 1. Der Doppel-Upgrade-Vorteil für die Bio ist auch noch mit dabei. Die Zerg-Armee läuft ein weiteres Mal auf und ist nicht mehr so zuversichtlich. Das ist nicht mehr Clems ganze Army. Man sieht da, hier ist noch ein ganzer Trupp unterwegs und räumt gerade fleißig Creep weg. Und da geht es gerade schon rückwärts, rückwärts, rückwärts. Wir sind bei 7.000 zu 10.000 Ressourcen. Die Explosive Biles und das Viking zu treffen, treffen ihn stattdessen selber. Es läuft gerade schlimmer und schlimmer für Dark mit jeder Minute, die hier verstreicht. Er baut jetzt die Mainbase nach. Das Viking nervt hier noch immer. Schießt Overlords an. Queen-Anzahl sind immer noch irgendwo 6 Stück. Die Mainbase, wie man sieht, ist Long-Distance-Mining. Entsprechend Mining-Tennis mit 4 Basen zu 4 sieht das für Clem sehr gut aus. Der selber quasi maxed out ist. Plus 3 Attack dazu holt. Eine weitere Basis baut. Und die Bio, er hat nicht so viel Angst vor den Roaches oder was schon. Panzer kommen mit nach vorne, es sind 8 Siege-Tanks. Ja, die Roaches müssen es irgendwie so lösen, müssen die Panzer flankieren, anrennen, überrennen, snipen, so gut es geht, die Feuerpower ausschalten. Es werden ein paar Panzer weggenommen, aber auch Roaches werden einige weggeräumt. Die Bio prügelt sich da weiter rein, die Marines von der Seite waren ziemlich gut gefressen. Wie sieht das jetzt aus für Dark Ravages? Es sind einfach massenhaft Ravager, die nutzt 18 Stück, die sich da vorarbeiten. Hier stehen jetzt halt 4 Siege-Tanks im Weg. Und die Ravager leiden darunter, man sieht der Streubeschuss. Wie viel Crows of Bites waren das? 158 in den letzten 2 Minuten. Oh mein Gott. Ja, okay. Er haut viele davon raus. Jetzt werden Transfuses verwendet, um die Armee in Stand zu halten. Supply ist gleich auf.
Moment, die Upgrade-Situation ist jetzt ausgeglichen. Das plus 3 dauert noch. Es kommen noch Ghosts mit dazu. Und das ist eben neue Basis für beide Seiten einmal. Investoren nicht möglich. Und der andere hat mir. Also Dark ist komplett festgesetzt auf diesen Roadstreck. Es kommt bei ihm nichts anderes. Nach wie vor kein Leertech dabei, sondern einfach nur Hatchery-Tech. Und weiterhin der Spam-Beschuss Corrosive bei ist. Einfach mehr. Schießt wirklich mehrere pro Sekunde. 17 Sekunden, 55 Corrosive Bias. Jagt einfach gut. Er hat 18 Ravager. Wobei, ich glaube, ist das... Das ist, glaube ich, aber öfter. Je öfter er drückt, umso öfter passiert das. Ich glaube, das heißt nicht unbedingt, dass die auch alle geschossen wurden. Ich glaube, das geht rechnerisch gar nicht auf. Corrosive Pile hat einen Cooldown. Man kann ihn nicht endlos spammen. Wenn er mal einmal aktiviert wurde, ist er auf Cooldown. Ich glaube, wenn man einen aktiviert und dann quasi im letzten Moment abbricht, wenn der quasi am Casten ist, dann zählt das, glaube ich, trotzdem in dieses Ability-Tab. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber sonst, wie gesagt, im Kopf geht sonst die Rechnung bei mir nicht ganz auf. Er klemmt trotzdem maxed out, sind 3-3 unterwegs. Ey, es kommt der Leertech wieder. An der Natural. Hier die Bio schlägt zu, die neue Basis wird nix. Und die Sorgami versucht hier nochmal rauf zu pushen. Das sind die Panzer alleine. Und damit geht da was tatsächlich. Ohne die Siege-Checks, diese Siege-Checks ohne Puffer, haben es dann doch schwierig. Die Ravager wollen hier durchbrechen, machen auch sehr viel kaputt. Problem ist, hier gibt es den Counter-Deck. Die Queens werden weggeräumt und die Roaches schauen hier nur hinterher. Roach One wird gesniped. 18 Roaches werden noch gebaut. Und währenddessen noch mehr Panzer, die sich in den Weg stellen. Die Sorgami will jetzt also rein in die Natural, wieder mal an die Production rankommen. Wenn das die Bio macht, dann ein ähnliches Thema. Die Bio kann wieder den Leertech ausschalten. 10 Roaches eben noch unterwegs, aber Dark, bei ihm kommt jetzt nichts mehr nach. Er hat das Geld, aber eben nicht die Möglichkeit. Er baut jetzt noch Linge, weil das halt noch machbar ist. Da stirbt aber wieder der Leer. Weitere Hedge ist down. Wie sieht's hier aus? Panzer auf dem Local und kann aber auf den Highground schießen. Der Ghost wird weggeräumt. Reinforcements versucht, das zu stoppen. Die Zerg Army wird kleiner. Clem führt im Supply. Die Truppe steht gerade still und nein, Dark wirft zuerst das LG. Er wird dort vorne ausgebremst und er kann halt nichts nachlegen. Er hat seine Infrastruktur, sind 4 Hatcheries, 2 Evolution Gym und ein Spawning Pool. Also keine Roaches machbar. Da kommt auch kein weiterer Tech. Die Bio hätte sich jetzt nach und nach da durchgearbeitet. Und am Ende economy-technisch ist es trotzdem für Clem besser. Sogar deutlich, weil er hier die wichtigere Base rausgenommen hat. Dark ist ja quasi an der Mining, am Mining vorbeigelaufen und wollte dann einfach die Production stoppen. Das war so sein Plan, um das nochmal irgendwie hinzukriegen. Hat aber nicht hinbekommen. Somit Clem erhöht die Führung ein weiteres Mal und hat damit tatsächlich Matchball. Dark mit einem ganz anderen Plan. Zweimal Leertech verloren ist auch mal geil. Dass man das in 13 Minuten, ist das ein sportliches Timing, dass man zweimal den Leertech verliert. Und Clamp, ja, hat das soweit besser im Griff als Dark. Was ist dessen nächster Plan? Weil jetzt eben Matchball-Situation ist nochmal stressiger. Ja, Matchball für den Terraner. Oceanborn, wir sind unter Wasser. Overlord schwirrt da mal durch die Gegend. Und für Clamp, es ist wieder die Kaserne. Lässt auch Platz für sein Addon. Und für Dark ist es wieder Hedgegas Pool, also... Der Grund-Opener steht trotzdem. Da gibt es jetzt keine weiteren Abwandlungen. Wieder mal der Weg des SCVs, um zu scouten. Und sieht, okay, Hedge first, alles nicht so wild. Drone ein bisschen nerven, warten, bis der Reaper hier ankommt. Reaper ist unterwegs. Das SCV verliert nach und nach Hitpoints, aber die dritte kann erstmal dadurch geblockt werden. Ja, die Drone wird dann zum Extraktor. Und die will man eben einfach nur dran hindern, diese Hedge zu bauen. Weil Dark hätte das Geld dafür. Das ist das Nervige. Und das SV blockt hier noch weiter. Der Reaper kommt wieder rüber, ist ein bisschen eine Bedrohung. Muss jetzt halt entscheiden. Er würde gerne sowohl die Drones oben angreifen, als auch die Drone unten. Und das SV kreist jetzt um den Extraktor. Das heißt, der kann nicht gebaut werden. Und damit hat man sich den Kill geholt. Okay, am Ende hat das funktioniert für Clem. Holt sich den Worker, sein eigenes SV lebt noch. Die nächste Drone will jetzt gerne raus, aber muss auch eskortiert werden. Und man sieht Dark mit 400 Mineralien. Würde das Ding eigentlich schon lang gerne setzen wollen. Parallel, der Marine kommt mit nach vorne. Okay, der ist sehr, sehr mutig. Der Reaper kann da helfen gegen die Länge, die da gerade anstürmt. Der Marine versucht zu laufen. Der Reaper will die Kills zuerst haben. Aber nein, der Overlord bleibt damit am Leben. Die Länge werden dafür weggesammelt. Und hier vorne gibt es mal zwei Länge, die dieses SCV haben wollen und auch kriegen werden. Reparatur wird nicht genutzt. Und Damage ist keiner da, wie man sieht. Das sind keine Einheiten. Das heißt, ein zweites SCV wird gefressen. Am Ende holt das Dark wieder rein, was er da gerade an Schaden abbekommen hat. Mehr Overlords. Okay, 3 Overlords auf einmal, weil Supply 36. Will da sehr, sehr hoch sein Supply pushen. Ja gut, er hat die 41 noch von 44 direkt und dann nochmal 2 unterwegs. Wenn das in der Reaper... Er war auf dem Weg nach Hause und hat sich dann gedacht, nee, es lohnt sich nicht. Lass mal, war der Gedanke. Ja, drittes CC ist fast fertig, Starport ist fast fertig. Reaper schaut jetzt vorne wieder vorbei. Speed Upgrade kommt für die Linge. Queens beschäftigen sich noch ein bisschen mit dem Creepspread und mit dem Reaper, aber jetzt kommt die Hellions mit dazu. Dritte Basis hält das aber schon durch. Creep-Humor fast gesniped. Viele Points hat er nicht mehr da oben. Das waren so 5-6 HP. Liberator wird jetzt gebaut. Mehr Queens für Dark. 3 Basen stehen da recht stabil. Eine 4. Basis ist die Frage, ob er sie
nach außen oder nach vorne stellt. Aber erstmal gibt es mehr Ärger mit mehr Hellions. Es kommt danach wieder Stim. Bio wird gespielt von Clem. Und da wird einmal noch ein Stück Tumor aufgehalten. Aber es sind genügend Queens da, um das eigentlich die ganze Zeit weiterzuführen. Drohnenzahl 42, 34 SCVs. Und ja, Triple-Produktion dank dem dritten OC. Natürlich auch dreifach Mules dann im Einsatz. Ein paar Hellions gab es noch mit dazu, aber dann der Switch eben auf die Marines nach und nach. Während man hier vorne immer noch versucht, das Circuit-Gebiet etwas zu belagern. Den Creepspad einfach bremsen, dass er nicht ganz so schnell unterwegs ist. Da kommen noch ein paar Hellions mit nach vorne für diesen Zweck. Und ganz unten, da fliegt der Liberator. Gesehen aber schon von den Overlords. Sollte also hier nicht allzu viel erreichen. Frühwarnung ist da. Bei Spork-Hall sind, glaube ich, keine da. Die werden jetzt erst angesetzt. Also ein bisschen nervig wird da der Kollege hier. Zumal die Hellions hier auch noch ein bisschen stressen. Wie man sieht, oh, wirft die Queen wieder Mine weg. Dass sie nicht so schnell nachrücken können. Dass der Liberator länger am Leben bleibt. Und dann auch noch die Gefahr für die Natural. Aber da warten Linge, falls man da reinlaufen möchte. Baning, das kommt dann auch. Liberator will nochmal weitermachen in der Main. Da hat ihn der Spork-Hall kurz empfangen. Pflanzt sich auch schon um. Also bisher Dark hat das gut im Griff, was Clem hier alles versucht. Ja, für Clem ist das auch quasi eine Vorbereitungsphase. Also ein bisschen Zerg-Verteidigung testen, weil der Hauptangriff kommt ja erst noch. Mehr und mehr Marines, Panzer. Ja, dieses Mal gibt es keine Roaches von Dark. Eben Ling Baning, Doppel-Evolution Chamber. Das wird dann normalerweise ja auch Melee-Attacks. Also weg von den Roaches, die in der vorherigen Karte nicht so ganz funktioniert haben. Ein weiteres Mal aufgehalten, aber easy nachgesetzt. Es sind zu viele Queens dafür da. Vierte Basis wird gesetzt. Die kann man noch ein bisschen draufbraten. Und der Leopard ist schon wieder unterwegs. Versucht die Queen zu snipen. Kriegt die Queen auch und kann auch von den Drones noch ein bisschen was aufsammeln. Also er kriegt tatsächlich seinen Damage zusammen. Zwei Drones und eine Queen lohnt sich schon. Und die Hellions wollen da auch nochmal mehr. Da warten eben die Linge. Müssen halt aufpassen, wenn sie gebündelt stehen. Die Hellions beraten sich da schon durch. 1-1 kommt auch beim Zerg. Der Leopard ist eben immer noch eine potenzielle Gefahr. Da stehen jetzt die Marines, Medivacs sind im Bau, die Hellions umkreisen immer noch. Vierte Basis ist aber fertig, das Gebiet erweitert sich. Dark hat 71 Drones, die Economy sieht also sehr gut aus. Währenddessen 59 SCVs und es gibt einen Link-Counter-Attack, der eine Queen hier draußen alleine kriegt. Ein paar Schwierigkeiten, Transuse ist rechtzeitig dabei. Und Doppel-Transuse, um sie wirklich voll fit zu halten. Dafür die Linge treffen einen guten Zeitpunkt, denn da ist gerade wenig zu Hause. Der Panzer versucht sein Bestes, der Panzer beschädigt auch die eigenen SCVs und sorgt für Friendly Fire. Für viel Friendly Fire, auch 8 SCVs sind down. Dafür, Clem schlägt jetzt zu und die Linge fehlen natürlich in der Verteidigung für Dark. Sein Army Supply ist nicht ganz so hoch. Baning Speed ist noch nicht da. Die Marines stehen hier mit einem Panzer. Die Hellions gehen von der anderen Seite rein, treffen nochmal auf mehr Linge. Aber gerade Clem verliert ein paar Sekunden und die paar Sekunden sind wertvoll für Dark, um seine Verteidigung zu organisieren. Die Hellions bekommen einen Griff. Wie sieht es hier aus? Panzer ist gesiegt. Queens leiden, um eben die Basis zu verteidigen. Baning ist da in 10 Sekunden, ist Baning Speed mit dabei. Die Marines grätschen einfach frontal rein. Nochmal ein Stim tatsächlich, mega angeschlagen jetzt. Wenige warten auf ihr Upgrade, dass es jetzt da ist. Es ist 1-1 drauf beim Circa 0-0-0. Der Panzer versucht, die Baninge loszuwerden. Die Dinge rennen aber hinterher und damit ist die Situation erstmal geklärt. Ich sag, mit ein paar Sekunden früher pushen und Clem vielleicht noch mehr anrichten können. Somit Situation unter Kontrolle. Clem hat trotzdem sehr viel Masse zu Hause. Da die Marines in Gefahr und es kann nicht alles eingeladen werden. Also fliegt man da erstmal weg. Mit den Resten, die da möglich sind. Und Basis Nummer 5 bereits. Wenn das ist hier gerade mal Basis Nummer 4 im Bau. Also Dark schon wieder economy-technisch. Er legt, oder generell, er mag diese Doppel-Expansion einfach. Die vierte möglichst schnell an der fünften getimed. Und es kommt Burrow. Das heißt, eingegrabene Baninge wären potenziell möglich. Investoren sind möglich, denn Hive-Tech ist unterwegs. Dieses Mal steckt Dark nicht auf Leer-Tech fest. Oder auf Hatchery-Tech. War ja auch schon schlimm in der vorigen Karte. Die Marines gehen sehr, sehr tief rein. Werden dafür bestraft. Oben währenddessen stellt sich der nächste Drop auf, also die fünfte. Aber auch da ist Verteidigung da. Die wird auch hier gut geparkt. Overlord Speed ist unterwegs. Deliberator lebt auch noch. Die Marines, ja, haben da wenig Chancen. Verteidigung ist weiterhin sehr solide für Dark. Und sein Tech geht dabei voran. 2-2 kommt bei ihm und noch nicht beim Terraner. Also es sieht nicht schlecht aus für Dark soweit. Deliberator wartet hier auf eine gute Gelegenheit. Die Marines versuchen es nochmal in der Natural. Aber auch da sind Einheiten zur Stelle. Es kommt das Widowman abgeht. Es kommen drei weitere Kasernen. Es kommt eben der Switch. Bisschen weg von den Panzern, mehr zu den Widowmines. Es sind sehr viele Dinge da, wofür halt die Widowmines hilfreicher sind. Weiterhin aber die Bio wird weggehalten. Kann nicht weiter droppen, nicht weiter pushen. Nächster Drop wird verladen. Drei Medivacs voll bezeugt. Panzer stehen zu Hause für die Defensive. Vierte Basis wäre fertig. Und 2-2 eben auf beiden Seiten. Aber es kommt auch schon Adwiner Glanz. Die Marines wurden weggekegelt von der Zerg-Truppe hier. Also da hat das Game recht gut unter Kontrolle. Einzige Sorge ist ein bisschen das Thema Supply, weil da ist Clem sehr, sehr nah dran an ihm. Terran Army ist gesamt sehr groß, wenn sie, ja, mal gebündelt dastehen würde, aber das tut sie nicht. Die Terran Army ist in zwei Grüppchen aufgeteilt, bis in drei, wenn man den Trupp zu Hause betrachtet. Und der versucht da vorwärts zu kommen, das sind die eingegrabenen Banes, um, ja, hier, die wurden gescannt.
Und die hier. Aber man läuft halt. Oh, der schnappt sich die Marines am Rande. Da wird ein guter Teil davon ausgeschaltet, den Drop weiterhin ausgebremst. Also Dark managt das soweit sehr solide. Sehr, sehr gut sogar. Worker Damage 78 zu 73. Mining, er hatte hier und da einen Vorteil. Trades laufen aber auch sehr gut. 2900 zu 3200 Resources lost. Und die ganzen weiteren Werkzeuge kommen. Adrenal Glance in Kürze. Wobei Drilling Claws kommt nochmal zuerst. Der Helbert wird weggefressen. Da kommt jetzt mal der Großangriff. 2-2 eben ist beim Zerg ein bisschen schneller. Ullis sind bereits unterwegs. Vipern sind unterwegs. Das Einzige, was wir noch nicht haben, sind random eingegrabene Infestoren. Da kommt aber auch ein Scan voraus. Creep ist hier nicht wieder. Also die vierte kriegt jetzt ein bisschen Stress. Widowmines sind damit dabei. Die Widowmines trifft einige Linge. Die Panzer sind nicht weit aufgeschätzt. Es sind so viele Panzer hier. Und die Lingenmasse hier zerschellt im ersten Anlauf. Aber das sind noch mehr. Die können hinten reinlaufen. Die wollen hinten reinlaufen, um die Panzer loszuwerden. Die sind zu weit getrennt von den Siegstanks. Siegstanks werden alleine gelassen, werden gefressen. Die Bio versucht sie nochmal durchzuballern. Es fehlen Bane-Linge tatsächlich. Das heißt, die Marines bleiben noch ein bisschen länger. Können auch die Bane-Linge fokussen. Genau das tun sie auch. Ballern sich hier weiter durch, weiter durch, weiter durch. Diese Marines, die gehen einfach nicht weg. Es ist sehr mühselig für Dark da durchzukommen. Das kostet ihn sehr viel Supply. Er schafft es am Ende. Das Problem ist, der zweite Angriff kommt. Und er hat gerade alles auf der linken Seite und muss jetzt einmal die Seite wechseln. Widowmines kommt wieder mit dazu. Es ist ein Uli mit dabei, das hilft. Split gegen die ganzen Widowmines gelingt auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber man sieht, das hat Dark dann prompt gegen Ende viel Supply gekostet. Das ist halt das Problem, wenn die Marines alleine stehen und man keine Baninge mehr hat, dann sind die ein richtig ekliger Schredder. Es sind 160 Linge draufgegangen in den letzten anderthalb Minuten. Aber wenn die Situation ist wieder unter Kontrolle, dank der Ultralisken auch. Ab geht's in Dark, halten das Bating 2-2. 2-2 ist aber ausgeglichen. Und die Bio, okay, sie macht trotzdem weiter Druck auf die Hatchery. Und Clem sammelt jetzt alles hier an der Front, wie man sieht. Mehr Widowmines kommen mit ran. Drilling Claws ist mit drauf. Die Widowmines treffen auch am Rande. Der Uli pusht die Bio zurück. Es kommt der Parasitic Bomb in die Medivacs. Es kitet man nach hinten. Die Overseer leiden dabei ein bisschen, aber ja, sie sind hauptsächlich dazu da, die Widowmines zu finden. Die Bio muss die Beine in die Hand nehmen und zurückziehen. Es gibt noch den Drop hier. Der geht rein in die Hatch, in die Drones. Drei Drones bisher gesniped. Aber das wird aufgeräumt, denn das ist hier der Counter-Attack. Kann Clem den aufhalten, ist jetzt die Frage. Er muss jetzt auf die Verteidigung umschalten. Er hat oben die PF, aber an der wird nicht gekämpft. Es wird gekämpft an den OCs, die bei weitem nicht so stabil sind. Die Brawler halten zumindest die Rampe zum Mainbase noch. Die dritte Basis hat die großen Schwierigkeiten. Baninge gehen rein. Ulis genannt. Drones sind damit nach vorne gefahren. Versehentlich. Die Ulis sind richtig tief drin, aber Lippheit ist mit am Start. Das heißt, die Ulis kriegen Probleme nach und nach. Natural wird erstmal gehalten mit Panzer und Liberator. Und somit die dritte ist die Basis, die die Schwierigkeiten hat. Aber Clem lebt noch und versucht das wieder rauszukriegen. Hier alles die Probleme hat er jetzt auch. Die Sorgami zieht sich erstmal zurück und hat dabei, glaube ich, noch Widowmines mitgenommen. Weiß jetzt nicht, ja, da hat er auch einige Linke sind dabei zu Schellt. Somit 3 Minuten, fast 300 Linge. Ja, das in die Situation wurde jetzt soweit geklärt. Der Lippheiter kriegt noch mehr Schaden ab. Ist fast down. Reicht nicht ganz, 4 HP verbleiben. Die Turnabi sofort schaltet wieder nach vorne um. Versucht hier offensiv zu werden. Parallel gibt es unten noch kurz Besuch von Liberator, die versuchen, die Basis anzugehen. Mining Tennis 81 zu 76 Worker. Und die Hatch ist mega, mega low. Die Hatch wird einfach gesniped von dem Marauder. Und die Linge rennt jetzt hier hoch. Die Bio kitet hier hoch. Die Ulis rücken nach. Die Queens rücken auch nach. Baning ist nicht ganz mit dabei. Bio kann ziemlich viel kiten immer noch. Die Ulis geben hier Bestes, um die Bio kaputt zu kriegen. Aber man sieht, die Liberator oder der Liberator hier nervt. Drones sterben, weil eben noch mehr Liberator sich aufgeklappt haben. Drones sterben zweistellig jetzt bereits. Und die Bio lässt hier nicht locker. Die Queen da draußen easy weggeräumt. Der Liberator wieder durch den wird durchgelaufen. Der lebt nach wie vor. Widowmines schießen auf die Ultralisken. Panzer nochmal mit dazu. Weitere Widowmines hier, die man ausnutzen möchte. Und Dark hat keinen Bock mehr. Da kommt sein GG. Und damit Clem gewinnt das mit einem 4-1. Gewinnt damit seinen ersten größeren Titel in internationalen Turnieren, sogar Offline-Turnieren. Also hat endlich sein Achievement bekommen, nachdem er so lange gejagt hat. Und auch in was für einer Manier, muss man sagen. Also am Ende Dark sah wirklich phasenweise gut aus, aber die meiste Zeit Clem hatte die Oberhand tatsächlich in dieser Serie. Und damit ein wirklich verdientes 4-1 und ein verdienter Turniersieg, muss man sagen. Clem hat sich durch mehrere starke Gegner durchgearbeitet. Auch hier hauptsächlich wieder Zergs, also er hatte da sein Monster-Matchup. Hat aber auch seinen Stil angepasst, also er ist nicht nur einfach stumpf auf den Gegner draufgerannt, sondern hat auch viel umgeschaltet, reagiert, in die Defensive gearbeitet. Ich meine, er musste einen wirklich starken Zergs vorbei. An einem Solar, an einem Serral und an einem Dark ist vieles, aber es ist keine leichte Aufgabe. Das muss man ihm lassen. Und damit ja, kann er tatsächlich seiner Winterseason noch die goldene Krone aufsetzen. In Europa war er schon stark und tatsächlich im Offline-Finale gewinnt er das Ding komplett für Dark. Er hat nicht die Lösungen gefunden, die er gebraucht hat. Und somit ist es dieses 4-1. Damit ist das Turnier abgeschlossen. Als nächstes geht es weiter mit der IM Katowice 2024. Sogar direkt. Die Replays habe ich da. Die gibt es ja schon ein bisschen länger. Wollte einfach hier die finalen Games noch machen, weil da halt echt krasse Games dabei waren. Generell sehr ausladende Games. Relativ lange Maps die ganze Zeit. Und ja, generell coole Serien.
starkes Teilnehmerfeld und denke, IO in Katowice wird das so ziemlich anknüpfen. Es gibt ja auch schon Balance-Patch, der momentan auf dem Test-Servern arbeitet, aber damit beschäftigen wir uns, wenn er tatsächlich draußen ist. Über die potenziellen Änderungen quatsche ich eigentlich nie, sondern erst dann, wenn der Patch tatsächlich auch final gelandet ist und aktiv ist. Und ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Das war's mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Turnier, bis zu einem Katowice und ciao.